Da stand ein Prophet auf wie Feuer. Seine Worte waren wie ein brennender Ofen. Er entzog ihnen ihren Vorrat an Brot. Durch sein Eifern verringerte er ihre Zahl. Auf Gottes Wort hin verschloss er den Himmel und dreimal ließ er Feuer herniederfallen. Wie ehrfurchtgebietend warst du, Elia. Wer dir gleichkommt, kann sich rühmen. Einen Verstorbenen hast du vom Tod erweckt, aus der Unterwelt nach Gottes Willen. Könige hast du ins Grab geschickt, Vornehme von ihren Lagern hinweg. Am Sinai hast du Strafbefehle vernommen, am Horeb Urteile der Rache. Könige hast du gesalbt für die Vergeltung und einen Propheten als deinen Nachfolger. Du wurdest im Wirbelsturm nach oben entrückt, in Feuermassen himmelwärts. Von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit, um den Zorn zu beschwichtigen, bevor er entbrennt, um den Söhnen das Herz der Väter zuzuwenden und Jakobs Stämme wieder aufzurichten. Wohl dem, der dich sieht und stirbt, denn auch er wird leben. Vor all dem, was geschieht, Not tut, ist die eine Tatsache, dass wir erkennen, welche Kräfte durch die Gegenwart und das einbrechende Reich einfach wirksam sind, ob es uns passt oder nicht, ob wir es kanalisieren möchten oder nicht. Wir müssen erkennen, welche Kräfte sind an uns wirksam in dieser letzten Zeit, was hier geschieht. Es geschehen so viele Dinge mittlerweile oder im Moment auf dem Erdboden, die wir als Christen pauschal ganz, ganz verkehrt angehen, wenn wir die Kraft Gottes und seine Wirkungen nicht kennen, nicht verstehen. Diese Botschaft will sich darum auseinandersetzen mit einem Endzeitaspekt. Es ist jetzt eine Botschaft, die sich mit der aktuellen Jetzt-Situation beschäftigt, ein prophetisches Wort in dem Sinn, das uns lehren möchte, die Ereignisse, wie sie sich darstellen und wie sie sind und noch kommen werden, im rechten Licht, im Licht Gottes zu sehen und zu beurteilen. Vielleicht ähnlich wie jetzt im ersten Teil werden wir immer wieder spüren, dass ein Kampf besteht zwischen menschlichem und göttlichem Denken und Einordnen. Ich sage das darum gleich vorweg als Sicherung, auch über diese Kassette, das soll man nie aus dem Zusammenhang herausgerissen hören. Diese Dinge, die wir sagen, wenn du sie nicht mit geistlichen Ohren hörst, du kannst unter Umständen genau das Gegenteil oder etwas komplett Falsches verstehen, als das, was gesagt wird. Eigentlich wollte ich gewisse Dinge nicht predigen, weil es mir schon mal rausgerutscht ist, auch in einer Versammlung wie dieser. Und nachher dachte ich, oh, warum hast du das gesagt? Das werden sie dir nur wieder verdrehen. Aber siehst du, ich bin dann plötzlich einfach erfüllt, es kommt wieder hoch in der Kraft des Geistes, wird es wieder neu belebt. Soll ich jetzt schweigen? Soll ich jetzt meine Seele retten? Soll ich aus lauter Schutz davor, dass man es nicht missbrauchen kann, soll ich jetzt die Wahrheit hier verschweigen und damit riskieren, dass vielleicht Tausende von Christen oder Millionen von mir aus letztendlich Fehler begehen, massive Fehler, die in der Endzeit dahin führen, dass sie weggerafft werden, weil sie christlich sind. Also diese Botschaft hilft vor allem in einem Akzent, das typisch Christliche, das wir so gewohnt sind, zu überwinden, indem wir das Heilsgeschichtliche, die Heiligtumsgesetze über unser christliches, traditionelles Empfinden und Denken stellen. Das braucht sehr viel Gnade, dass wir in dieser Zeit geistlich urteilen, geistlich denken. Aber das andere liegt uns sehr nahe, sehr oft viel näher eben als das geistliche Denken. Wie gut, wenn man solche Übungen machen kann, dass man beständig versucht, geistgemäß zu überlegen, was war jetzt das, bis so lange arbeitet, bis man es klar geistlich versteht, bis man sagen kann, jetzt ist der 20er unten, jetzt hat es mir geholfen, jetzt habe ich verstanden, das ist der Geist und das ist der Seele und das ist der Leib. Es gibt ja ganz verschiedene Dimensionen, wie man die Dinge erfassen, ausleben kann. Also seid gnädig beim Zuhören. Wenn ihr irgendwo Anstoß nehmt, bewegt es mehrmals, bis ihr versteht, was gesagt wurde. Ich glaube, es ist alles zum Heil, was ich hier sage. Es ist aus Liebe gepredigt. Es zeigt Wege der Errettung, wie wir uns verhalten im Geist, dass wir nicht in diesen Gerichten, die über die Welt kommen, einfach so mit drunter kommen und vernichtet werden. Willst du das Ganze übertiteln, kannst du es etwa so schreiben, das Brausen des Meeres oder das brausende Meer, welcher Titel dir besser gefällt. Das brausende Meer
oder das Brausen des Meeres. Vielleicht ein ungewöhnlicher Titel, gell? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Thema gehört, eine Predigt über dieses Thema, das brausende Meer? Wer hat schon mal ein... Ja, super, da habe ich mal was ganz Neues heute. Aber ich sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne, in irgendeiner Form war es schon da. Wir schlagen Lukas 21 auf, lesen dort drei Verse, und zwar ab Vers 25 bis 28. Lukas 21, Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer, da kommt schon zum ersten Mal, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also wir halten zuerst einmal fest, es geht um eine Zeit, die unmittelbar mit der Wiederkunft Christi zusammenhängt. Das siehst du in diesem Vers sehr deutlich. Es heißt unmittelbar nach der Ratlosigkeit der Nationen, dass sie dann den Sohn des Menschen kommen sehen in der Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Wir beschäftigen uns somit mit der Periode der Heilsgeschichte, die jetzt unmittelbar an die Wiederkunft Christi anschließt. Was wird hier gesagt? Es wird gesagt, dass unmittelbar bevor er kommt oder in der Phase, in der er kommt, die Nationen weltweit in eine Ratlosigkeit versinken. Hast du das gut mitgekriegt? Warum sind sie ratlos? Du kannst dir mal all die Nationen vorstellen, wie sie Kopf an Kopf, Schulter an Schulter stehen. Sie haben einen gemeinsamen Feind hier. Sie sind herausgefordert. Warum? Es heißt hier in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Und die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Gut, betrifft das vorwiegend wahrscheinlich die Länder rund ums Mittelmeer und so, die halt ein bisschen am Strand leben. Die Wiederkunft Christi, die in einer Zeit der Ratlosigkeit erfolgt, die wird nicht das Happy End der bedrängten Menschenbevölkerung bringen, sondern was? Bringt nicht das Happy End, er kommt nicht, um das Brausen des Meeres zu beschwichtigen in dem Sinn. Christus kommt, um diese Gerichte zu vollenden, die schon im Gange sind. Das muss man mal ganz klar sehen. Weil Christus kommt, brausen die Meere. Das ist der Punkt, den wir oft schwer verstehen. Weil sein Reich uns naht, weil sein Gericht kommt, brausen die Meere. Er kommt nicht, um diesen Gerichten, die hier unten sind, ein Ende zu bereiten, sondern um sie zu vollenden. Willst du dazu eine Schriftstelle? Wie geschrieben steht, jetzt sind wir in Judas 14, wie geschrieben steht, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben. Das müssen wir uns mal im Klaren sein. Das wäre eine ganze große, umfängliche Predigt für sich, was geschieht, wenn der Herr kommt. Der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen gottlosen Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben. Und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das war Judas 14. Eine weitere Stelle aus Offenbarung 19, Vers 15 und fortfolgende. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab hirten. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Du weißt um die Zornschalen, um all diese Dinge. Von ihm wird hier gesagt, wenn er wieder erscheint, wird er den,
wird er die Kälte des Weines, des Zornes Gottes treten. Wer war das? Es ist der Herr. Du sagst, es kann nicht sein. Das Lamm wird sowas nie tun. Offenbarung 6, Verse 16 bis 17. Offenbarung 6, 16 bis 17. Da heißt es, Berge, fallt auf uns. Das ist der Schrei der ratlosen Nationen, wenn du so willst, beim Brausen der Meere. Berge, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der Tag ihres Zornes. Und wer vermag zu bestehen? Man könnte hier noch beliebig fortsetzen. Es gibt viele Stellen, die dasselbe belegen. Ich habe mir eine ganze Liste mal zusammengestellt, die sich nur mit der Wiederkunft Christi beschäftigt. Und du wirst sehen, du findest praktisch keine Bibelstelle, die sich mit der Wiederkunft beschäftigt, die nicht Gericht ankündigt, dass Christus mit seinen Heiligen kommt, um Gericht auszuüben. Das zitierte Buch Henoch hier, das in der Schrift aufgeführt wird, wie Henoch, der siebte nach Adam, weissagte, wenn du mal diese Schrift liest, die hier in der Schrift erwähnt wird, das ist übrigens eine Schrift, aus der sehr viel, aus unserer heiligen Schrift, wie wir sie kennen, sehr viel entnommen wurde. Das war früher offenbar eine vorherrschende Schrift. Ich verstehe aber, warum sie nicht kursiert oder warum sie nicht im Kanon eingebunden ist. Es hat suspekte Bereiche in dieser Schrift, über die man wahrscheinlich kanonisch nicht einig wurde, über das ich hier aber nicht urteilen möchte. Ich habe mir dieses Buch mehrmals durchgelesen und musste feststellen, viele Schriften, wie zum Beispiel Petrusbriefe oder eben Judasbrief, es ist viel, ganz stark gefärbt, auch Aussprüche von Jesus gehen zurück auf dieses Buch Henoch, das offenbar schon vorher eben existiert hat. Ja. Und wenn du dieses Buch liest, es ist gefüllt mit Gericht, gefüllt mit detaillierten, klaren Aussagen, was geschieht, wenn der Sohn kommt mit seinen Heiligen, was dann geschieht. Es ist fast nicht zu lesen, so gewaltig geht es da ins Gericht. Ist unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich, weil es so massives Gericht predigt, haben wir das mit der Zeit ein bisschen ausgestaubt, wollte das nicht mehr hören. Ja. Wie auch immer, die ganze Schrift, alles redet dieselbe Sprache. Wenn er wieder kommt, wird es bedeuten, er kommt nicht, um die Meere zu beschwichtigen, sondern um das Ganze noch in ein Vollmaß zu bringen, um den Zorn Gottes ganz auf den Punkt zu bringen, bis alle und jede Gottlosigkeit von seinem Berg weicht, bis die ganze Welt erfüllt sein wird mit seinem einen Reich, das kommen wird. Nun ist mir aber wichtig, festzustellen, mal ganz grundsätzlich, was hier eigentlich geschieht. Wovor fürchten sich die Menschen? Was haben wir hier gelesen? Wir haben gelesen, dass sie ratlos sind bei brausendem Meer und bei Wasserwogen. Wer denkt alles, dass es kommen wird? Darf ich mal eure Hände sehen? Sage ich eins, wenn es kommt, und ich glaube auch, dass es kommt, fürchten wir uns nicht vor den Wasserwogen. Fürchten wir uns nicht vor dem brausenden Meer. Vor was sollen wir uns fürchten? Bitte? Vor Gott? Und vor was auch noch? Vor der Sünde. Ich bin überzeugt, Geschwister, dass was hier geschrieben steht, hat in erster Linie, erstrangig, ist ein typologisches Bild. Du findest es in der ganzen Schrift immer wieder bestätigt, dass die Dinge bildlich auch dargestellt werden. Und wenn das Meer braust, und ich glaube, es wird brausen, wenn das Meer braust, ist es nur deshalb, weil das Meer braust. Dieses brausende Meer und diese Wasserwogen, die hier wüten, Geschwister, das sind wir. Das sind die Menschen. Die Menschen sind es, die auf- und abwogen. Die Natur, ich werde das nachher ausführlich belegen, gell? Also einfach zeigen aus der Schrift. Und ich möchte hier einen Akzent richtig setzen, damit wir verstehen, was überhaupt geschieht hier unten. Unser Problem ist immer wieder, wir huldigen den Schatten und wir verachten die Wirklichkeiten. Wir schließen uns zusammen, wenn das Meer zu brausen beginnt. Aber dass es nur ein Schatten ist, nur eine Auswirkung, eine Folge des wirklich brausenden Meeres, der Völkermeere, ja? Dass das nur das Abbild, das sichtbare Darstellen ist, was eigentlich geschieht, das verachten wir. Ja? Und darum wird sich am Schluss die ganze Menschheit in Ratlosigkeit in irgendeiner Weise
um Katastrophen, Naturkatastrophen und Dinge drehen und diese versuchen in den Griff zu kriegen und merken gar nicht, dass es nur der Schatten ist. Sie müssen die Wirklichkeit bekämpfen. Solange du gegen einen Schatten kämpfst, du wirst ihn nie in den Griff kriegen. Das kann ich dir beweisen. Das ist dir selber genug bewiesen. Du kannst dem Schatten auch nicht davonlaufen, kannst nicht über ihn springen. Ja? Solange du den Schatten, die Frucht, die Auswirkung von einer wahren Ursache bekämpfst, geht das einfach immer weiter und du kannst machen, was du willst. Ja? Und wenn das dahinter, was den Schatten wirft, noch eine lebendige Wirklichkeit ist, dass du musst damit rechnen, dass dich einer noch an der Nase rumführt. Ich kann dir nämlich, wenn ich will, dass du mit meinem Schatten kämpfst, wir können uns die Zeit nehmen, mit Spiel zu machen, verzichte ich jetzt drauf. Aber wenn ich sage, greif mal meinen Schatten, kann ich ausweichen und irgendwann kann ich so tun, wie wenn du ihn hättest. Ja? Kann ich mitgehen und du denkst, ich habe ihn, und plötzlich ist er wieder weg. Ja? So ist das auch mit dem Feind. Ja? Er spielt manchmal so mit, dass du denkst, jetzt haben wir es dann gleich im Griff, spielt er mit und plötzlich kommt es wieder von einer anderen Seite. Ich will dir zuerst einmal zeigen, dass es keinen Grund gibt, die Meere da draußen zu fürchten, auch nicht die Sterne, wenn sie vom Himmel fallen, auch nicht den Mond, wenn er blutrot wird und wenn die Sonne wie ein herrener Sack da oben hängt. Wir haben diese Dinge nicht zu fürchten, weil es allesamt Schattenbilder, Konsequenzen, Folgen sind aus wirklichen Ursachen. Und die wirklichen Ursachen, das ist der Mensch mit seiner Sünde, das ist der Mensch mit seinem Danebenschreiten. Alles aufbäumende Natur, ich sage das einfach mal wie ein Axiom und werde es nachher jetzt mit der Schrift auch belegen. Ich bin überzeugt, dass alles Aufbäumen der Naturgewalten, was irgend geschieht, an Katastrophen, an Stürmen, Orkanen, in was du willst, sind alles nur Schattenbilder. Es sind nur Spiegelbilder der Rebellion des Menschen, nichts anderes. Also ich lese eine Schriftstelle. Jesaja 17. Ach komm, ich nehme die nachher, Verzeihung. Wir gehen gleich in die andere Beweisführung, sonst rutsche ich hier aus und mache einen zu langen Vorspann. Dabei kommt es nachher nochmal. Lassen wir das mal. Ich möchte jetzt zuerst einmal zeigen, dass die Naturgewalten Reflexion der Sünde des Menschen sind. Mit dem Fall in die Sünde, das erste prägnante Beispiel, du kannst es nirgendwo anders belegt finden, wenn du die Schrift genau studierst. Mit dem Fall in die Sünde begann zum ersten Mal die Natur, sich gegen den Menschen aufzulehnen. Können wir das beweisen? 1. Mose 3, Vers 17. Vorher war alles in Harmonie, in Einklang, war alles eins. 1. Mose 3, Vers 17 lesen wir, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum. Konsequenz, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. 1. Mose 3, Vers 17. Kam nun die Natur in Bedrängnis um Adam willen oder kam Adam in Bedrängnis um der Natur willen? Das Erste, ja. Die Natur kam in Bedrängnis um Adam willen. Halten wir das gut fest. Da hat es begonnen. Wie war es zur Zeit Jonas? Wer kam um wessen Willen in Bedrängnis? Kamen die Menschen um der Natur willen in Bedrängnis oder die Natur um des Menschen willen? Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Es war zuerst der Mensch. Er hat gesündigt, er ist Gott ausgestiegen und daran kannst du erkennen, dass Gott nicht zurückhält, manchmal wegen einzelnen Schicksalen Himmel und Erde zu bewegen. Das hat er hier bewiesen mit Jona. Du kannst es auch im Positiven sehen, dass Gott es viel größer. Ich habe kürzlich diese Stellen alle gelesen. Du kannst lesen, dass für den persönlichen Eigenbedarf Gott manchmal Himmel und Erde bewegt. Hiskia, um ein Zeichen zu gewinnen, dass er wirklich geheilt würde, dass das Wort des Propheten der Wahrheit entsprach, bekam das bescheidene Zeichen, dass sich die Sonne um 10 Grad zurückbewegt hat. Also wenn Gott sich sowas leisten kann, für den persönlichen Hausbedarf sozusagen, ja. Und wenn eine Lisa, seine Jünger, irgendein kleiner Prophetenschüler, wenn ihm das Eisen ins Wasser fällt und er sagt, ach du Schreck, es war geliehen, scheut Gott nicht davor zurück, die Natur zu bewegen, dass er ein Stück Holz reinwirft und dieses Eisen schwimmt. Also du siehst, die Natur und der Mensch sind sehr eng miteinander verbunden. Hier eine persönliche Sünde, eine persönliche Feigheit, Jona haut ab und Gott scheut sich nicht, hält nichts davon zurück, ein ganzes Meer in Bewegung zu bringen. Kaum haben sie aber ihn ins Meer geworfen, ich brauche all die langen Stellen nicht zu lesen, heißt es nachher wörtlich, da ließ das Meer ab von seinem Wüten.
Gott allein ist darum zu fürchten, der die Sünde ahndet. Er hat keinen Wert, gegen die Sünde zu kämpfen. Hier bei tosendem Meer hast du schon mal den Grundtypus bei Jona, wie es damals war, und sagte Jesus nicht, euch wird das Zeichen Jonas gegeben werden. Ich glaube, das geht noch viel weiter, dieser Ausspruch. Die Menschheit kommt in eine Situation, wo sie so lange mit dem brausenden Meer kämpft, und ich behaupte mal eben das mit dem Völkermeer zuerst einmal, sie kämpft so lange, bis sie gelernt hat, den wirklichen Jona aus dem Boot zu werfen, bis der echte Jona aus dem Boot ist. Natürlich möchten sie zuerst alle Schiffsladung, alles, was eigentlich das Schiff ausmacht, rauswerfen. Ja, das sind natürlich, wer ist die Schiffsladung? Hier unten. Oh, Geschwister, sind wir Christen. Die Schiffsladung, die Schiffsgeräte und diese Dinge, weißt du, also die Erde ist um unser Willen geschaffen. Ja? Die gehört des Herrn und die ihm angehören. Und das wird das Erste sein, was sie rauswerfen möchten beim Sturm. Sie haben den Eindruck, das muss raus, dann haben wir es im Griff. Und dann muss das raus, haben wir es im Griff. Und so werden wir Christen sehr herausgefordert sein. Und es ist gut, wenn wir wissen, was wir zu tun haben, dass es hier auch noch Rettung gibt. Ja? Aber so wird es sein. Die Natur ist uns zum Opfer gefallen, der Sünde des Menschen. Eine weitere Stelle, Römer 8, Vers 22, auch diese Stelle belegt letztendlich, dass Gott oder dass die Natur leidet. Gott hat es so zugelassen. Ich nehme nur gerade die Kernverse. Das war Römer 8, Vers 22. Da steht, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen mitseufzt, also mit uns, mit der leidenden Schöpfung mitseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Im Zusammenhang wirst du sehen, dass die Sünde dies verursacht hat, dass die Natur mitstirbt, eben wie schon bei Adam dort belegt. Die ganze Natur stirbt mit um der Sünde des Menschen willen. In den Tagen Davids, wie war es da? Eine weitere Schriftstelle. In den Tagen Davids war einmal 3 Jahre Hungersnot. Warum? Es heißt dort, wörtlich kannst du nachlesen, 2. Samuel 21, 1. Es heißt, und es gab eine Hungersnot in den Tagen Davids 3 Jahre lang, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach, wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Seht ihr, wer ist wessen Opfer geworden? 3 Jahre lang scheut Gott nicht zurück, eine Hungersnot übers Land zu bringen. Du kannst dir mal die ökologischen Konsequenzen daraus selber ausmalen. Was ist hier alles in Bewegung gekommen? Da kamen keine Wolken mehr. Wenn ich jetzt hier ausführen würde, was alles dazu führt, bis es zu einer Hungersnot kommt, was das für Umwälzungen in der Natur braucht, was hier geschieht in der Erde und im Himmel und überall, das kannst du gar nicht in ein Buch bringen, was hier alles geschieht, weil einer gesündigt hat, weil ein Mann Blutschuld über das Haus gebracht hat. Und als David schließlich sündigte, konnte er, also mit Bathseba und nachher mit Uriah, den er umbringen ließ, als diese Sünde war, konnte er wählen, zwischen 3 Dingen konnte er wählen. Und zwar hat er die Wahl zwischen 3 Tagen Pestilenz. Ist das eine Naturgewalt oder nicht? Ja, Pestilenz ist eine Naturgewalt. Ist ein Krankheitserreger. Ist eine... Bitte? Ah, verzeih, ich habe es falsch gesagt, weil er die Volkszählung gemacht hat. Verzeiht, ich habe es vertauscht. Weil er die Volkszählung gemacht hat, kam dieses Gericht über ihn. Gut. Er konnte wählen zwischen 3 Tagen Pestilenz, zwischen 3 Monaten Verfolgung, das war jetzt nicht Naturgewalt, und dann aber noch, soll dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen, das war die 3. Entscheidung. Und an der Fragestellung kannst du in etwa entnehmen, dass wahrscheinlich so ziemlich alles ähnliches Gewicht hat in der letzten Konsequenz, aber er konnte zwischen 7 Jahren Hungersnot wählen, stell dir mal sowas vor, 7 Jahre wegen dieser Sünde der Volkszählung, nur weil er das Volk zählen ließ. Also Katastrophen jeglicher Art sind immer Frucht und Ernte unseres Handels. Das möchte ich mit dieser Beweisführung zeigen. Darum betete auch Salomo, du kannst das nachlesen, 1. Könige 8, 35. Bleibt der Himmel verschlossen, so betet er bei seinem Gebet, bei der Einweihung des Tempels, denke ich, war das. Bleibt der Himmel verschlossen, warum? Weil sie gegen dich gesündigt haben. Ich nehme einfach einige Aussprüche da kreuz und quer raus. Und wenn es eine Hungersnot, Pestilenz kommt vor in diesem Text.
wenn es einen Getreidebrand, wenn es Vergilben, wenn Heuschrecken, Hundsfliegen im Land herrschen und wir die Plage unseres Herzens erkennen, sagt er. Und wir die Plage unseres Herzens erkennen und zu diesem Haus hin unsere Hände ausbreiten, dann höre du im Himmel und vergib und handle. Mit anderen Worten, nimm dann Vergilben, Heuschrecken, Getreidebrand, Pestilenz, Hungersnot, all diese Dinge wieder weg, all diese Naturauswirkungen. Merkst du, er hat nicht das Vergilben und die Pestilenz und das weiß ich was alles gefürchtet. Das geht hin bis zu Kriegen und was da alles aufgezählt wird. Es geht bis in sämtliche Bereiche der Katastrophen, die über eine Welt kommen können. Er hat sich nicht einen Deut darum bemüht, gesagt, hey, Speicher und so, schaut für alles, dass jedes Gebiet gut abgedeckt ist, wie es die Menschen normalerweise machen. Er hat gesagt, und wir die Plage unseres Herzens erkennen, dann vergib A und B, handle. Stell es wieder her. So wird das bekämpft und nicht anders. Die Ursache, nicht die Wirkung. Bekämpfen. Keine Symptombehandlung, das ist das A und O, nicht nur in der Seelsorge im Kleinen, sondern auch in der weltweiten Seelsorge, wenn du so willst, wenn es um die Errettung geht, der Wellen. Das Gebet konnte Salomo so formulieren, weil Gott sagte, und das ist jetzt ein Zitat aus Gott, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, und dann Heuschrecken, Pest und so weiter zählt er auf, und mein Volk demütigt sich, kehrt sich um von seinen bösen Wegen, dann werde ich ihr Land heilen. Also und dasselbe Prinzip, das du siehst, Natur ist immer Opfer und nicht Täter in dem Sinn. Es wird nur, die Natur wird nur zum Täter, weil wir sie zum Opfer gemacht haben. Rächt sich das, es kommt als Ernte auf uns zurück. Dasselbe Prinzip gilt, wenn Sonne, Mond und Sterne sich verändern, wenn sich da diese Naturgewalten verschieben. Augenzeugen berichten, dass gerade bei den großen Weltkriegen, aber auch bei anderen Kriegen, habe ich das gehört, dass Augenzeugen gesehen haben, wie der ganze Himmel sich blutrot verfärbt hat. Ich weiß nicht, vom Zweiten Weltkrieg hat jemand von euch das selber erlebt? Es muss Gebiete gegeben haben, da war der Himmel so rot wie Blut. Also so, dass der ganze Himmel alles sich verändert hat. Und das deckt sich, wird bestätigt durch Offenbarung 6, Vers 12 bis 13, Offenbarung 6, 12 bis 13, findest du es genauso. Da wird nämlich beim sechsten Siegel, das eigentlich die Vorstufe zum siebten Siegel ist, bevor es geöffnet wurde, heißt es, die Sonne wurde schwarz wie ein herrener Sack, der ganze Mond wurde zu Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde und so weiter. Lass uns dieses eine Prinzip daraus lernen. Bevor die schlimmsten Gerichte und Vergeltungsschläge den Menschen direkt treffen, das ist ein geistliches Prinzip, was für eine Gnade, bevor es den Menschen direkt trifft, wird in der Regel immer zuerst die Natur getroffen, in irgendeiner Weise. Zuerst gibt immer die Natur zeichenhaft, zeugnishaft, Signal, dass wir umkehren können. In irgendeiner Weise wird die Natur getroffen. Eben all die Beispiele, auch bei Jona und so weiter, zeigen dir das. Offenbarung 8, Vers 7, kannst du diesen Beweis ganz typisch sehen. Überhaupt die ganze Offenbarung, wenn du sie studierst, die Enthüllung dort, zeigt dir diese Strukturen, aber Offenbarung 8, Vers 7 und fortfolgende zeigt das ganz besonders klar. Wenn diese Gerichte kommen, zuerst heißt es, wird ein Drittel der Bäume geschlagen, verbrannt, dann wird ein Drittel der Tiere geschlagen, dann wird ein Drittel aller Wasser geschlagen und dann die Sonne, Mond und Sterne werden ein Drittel nicht mehr das Licht geben. Und zwar alles, bevor es die Unversiegelten selber trifft. Und darum behaupte ich einfach mal schlichtweg, es kann keine Naturkatastrophe, keine Naturgewalt geben, die nicht in diesem Zusammenhang, in diesem direkten Zusammenhang mit der Sünde steht. Alles, was sich in der Natur abzeichnet, an Unnatürlichem, hat diese Konsequenz, weil wir sie heraufbeschworen haben. Von daher war es auch nicht anders denkbar, als dass sich die Natur regte, als man den Fürsten des Lebens ans Kreuz schlug. Ja. Was ist passiert? Du kannst es nachlesen in Matthäus 27. Also, wir müssen es alles nicht aufschlagen, ich sage einfach die Verse, dass wir gut durchkommen. Es heißt dort von der sechsten Stunde an, also es war mittags um 12 Uhr, mit anderen Worten, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, das ist bis 15 Uhr Nachmittag.
Und die Felsen zerrissen, die Grüfte öffneten sich. Ja, auch hier war die Natur Opfer oder Täter. Es war Opfer. Ja. Jesaja 5,30 fasst es etwa so zusammen. Jesaja 5, Vers 30. Dann, das ist nimmt jetzt Bezug auf die ersten 29 Verse, wo nur von Abfall die Rede ist. Also dann, du könntest sagen, aufgrund des Abfalls, dann blickt man zur Erde und siehe angstvolle Finsternis und das Licht ist verfinstert und ihr Gewölk. Dann. Ich kann dir die Schrift von A bis Z zeigen, du wirst es nie in einer anderen Konstellation finden. Immer und immer wieder ist es so, dass die Natur Spiegelbildreaktion ist auf das, was der Mensch tut. Ich kann dir was sagen, selbst hier in diesem Dienst ist das eine Beobachtung, die wir seit Jahr und Tag machen. Wenn wirklich strenge geistliche Kämpfe sind, sie stehen bevor oder wir sind mittendrin, wirklich strenge geistliche Kämpfe, erleben wir das seit Jahr und Tag, wie sich alles zu verfinstern beginnt, auch in diesem ganzen Gebiet. Seit Jahr und Tag, wir haben schon die Gewohnheit, weil das mit solch erschreckender Präzision ist, bei jedem geistlichen Durchbruch, es kann gestürmt haben, wie es will, kaum haben wir hier die geistlichen Durchbrüche durch, die Menschen sind durchgebrochen, kannst du sehen, wie oben alles aufgeht und alles blau wird, so schön wie heute. Ja? Immer und immer wieder, das trifft seit Jahren mit solch einer erschreckenden Präzision ein, dass ich schon des Öfteren zu meiner Frau gesagt habe, preis zum Herrn, sie haben einen Durchbruch. Ja? Aber wir sind nicht Wolkendeuter, versteht ihr? Wir bewegen die Wolken, nicht die Wolken uns. Das ist der Unterschied zwischen einem Wolkendeuter und dem Reich Gottes, wenn du im Reich Gottes stehst. Mit solch erschreckender Präzision, dass wir manchmal aus Jux einander sagen, hey, die arbeiten gut da und muss man schauen, wie sich alles verändert plötzlich. Und tatsächlich, es hat immer gestimmt, immer. Also ich mache hier keine Scherze. Die Natur ist mit dem Menschen so eng zusammengebunden, dass wenn du im Geist des Herrn dienst, dass sich die ganze Natur mitregt und mitbewegt. Das ist tatsächlich so. Ja. Also ich möchte niemanden erschrecken mit solchen Beispielen. Aber weitere Belege in dieser Linie, die schlagen wir nicht mehr auf, lesen Sie auch nicht, ist Hosea 4, Hosea 4, 2 bis 5, Hosea 4, 2 bis 5, Jeremia 4, 22 bis 28 und viele andere mehr, Jeremia 4, 22 bis 28. Ja, wie könnte es anders sein, gell? Wenn es heißt, die ganze Schöpfung seufzt unter unserer Sünde, warum soll sie denn nicht aufatmen, wenn Sünde bekämpft wird, ja? Wenn Licht reinkommt, wenn ausgemistet wird, wenn die Sünde beseitigt wird, wie könnte es anders sein, als die Natur reagiert? Und darum heißt es, die ganze Schöpfung, Römer 8, seufzt und erharrt das Offenbarwerden der Söhne Gottes, weil auch sie auf Erwartung, auf Hoffnung hin gebunden liegt. Sie ist der Verderblichkeit um unsertwillen unterworfen. Und darum heißt es dort nicht, dass sie auf den Herrn Jesus allein wartet, in dem Sinn, es heißt, sie wartet, sie hart auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Warum? Weil die Söhne Gottes dazu da sind, hier aufzuräumen, das Reich Gottes hier reinfließen zu lassen, dass Sünde ausgeschafft wird. Und das wird die Heilung der Natur, das wird die Wiederherstellung, sprich das tausendjährige Reich, schlicht und kurz und einfach bewirken. Wir haben hier einen großen Teil, darum heißt es glückselig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, er wird mit Christus herrschen 1000 Jahre. Ach, das wären wieder alles Predigten, ganze Predigten für sich. Gell? Aber jetzt kommen wir noch zu der Wahrheit. Die Wahrheit über das brausende Meer. Was ist in Wahrheit das brausende Meer? Ich habe es vorweggenommen, um das schon ein bisschen zu kanalisieren. Das in Wahrheit brausende Meer, auf das die Heilige Schrift uns eigentlich ansprechen möchte, ist das aufgewühlte Völkermeer. Und jetzt möchte ich einige Schriftstellen dazu geben, damit du siehst, dass diese Typologie eine ganz enge Verwandtschaft hat mit uns. Warum ist mir das so wichtig? Das geht mir nicht jetzt um eine theologische Spitzfindigkeit. Wenn wir das nicht begreifen, dass wir das brausende Meer sind, was aufgewühlt wird und was die Ratlosigkeit der Nationen bewirkt, wir werden immer am falschen Punkt arbeiten, wie ich sagte, mit dem Schatten und der Wirklichkeit. Also lies mal, hör Jesaja 57, 20 bis 21. Jesaja 57, 20 bis 21. Da heißt es, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen den Kot und Schlamm auf.
kein Friede spricht, kein Friede den Gottlosen spricht, mein Gott. Judas bestätigt diese Auslegung in Judas 12 bis 13. Diese, und damit meint er jetzt die ausschweifenden und ungehorsamen Menschen, die er voran nennt, diese sind Klippen, Riffe, Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, wilde Meereswogen. Merkt ihr, er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht, diese sind wie. Er sagt, diese sind wilde Meereswogen, die ihre eigene Schändlichkeit ausschäumen, Irrsterne und so weiter. Auch Irrsterne, du siehst, dass die Bilder, die passen alle zusammen. Wenn die Sterne vom Himmel fallen, hat es sehr viel damit zu tun, dass Engel, Mächte und Gewalten, aber auch Dienste und alles Mögliche vom Stand fällt, wo er einst war. Jeremia sagt es so, Jeremia 51, 42. Das Meer ist heraufgestiegen über Babel. Das Meer, hä? Das Meer ist heraufgestiegen über Babel. Mit dem Brausen seiner Wellen ist es bedeckt. Jedermann weiß jedoch aus der ganzen Geschichte und aus allem drum und dran, dass nie ein wirklich reales Meer über Babel hochgestiegen ist. Ja, das ist euch was bekannt. Wir reden jetzt natürlich nicht von der Sintflut, das ist nach der Sintflut geschrieben. Ist jemand bekannt, dass ich würde mich gerne korrigieren lassen, obgleich ich selbst dann nicht von der Auslegung abweichen würde. Ja? Weil selbst wenn es von einem richtigen Meer bedeckt worden wäre, ist doch in erster Linie wesensmäßig das andere gemeint. Nach Daniel 5 ist dieses Meer, das über Babel hinaufgestiegen ist, nichts anderes als die Meder und Perser. Das war als Meer bezeichnet. Die Meder und die Perser. So wie es andererseits auch bei Israel und Assur hieß, und zwar in Jesaja 8, Vers 7 und 8. Von Israel und Assur heißt es, siehe, der Herr lässt die mächtigen und großen Wasser über sie aufsteigen, Bindestrich, den König von Assur. Siehst du, dass Gott, wenn er Wasser und Meere anspricht, sehr häufig, gerade direkt, Völkerschaften meint? Große Wasser lässt er aufsteigen, den König von Assur. Daniel, der Prophet, sah in seiner Vision, wie vier Tiere aus dem Meer heraufstiegen, Daniel 7, dort Verse 17 bis 23, Daniel 7, 17 bis 23. Die Auslegung des Engels dazu, als er einen Umstehenden fragte, was bedeutet das, diese vier großen Tiere aus dem Meer? Die Auslegung des Engels dazu, diese großen Tiere, es sind vier, bedeuten, vier Könige werden sich von der Erde her erheben. Siehst du das? Er sagt hier nicht vom Meer her erheben, von der Erde her erheben. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Königtum empfangen. Ist das schön, hä? Das ist Musik, oder? Wer empfängt das? Also, das Meer ein Typus auf die Völkerschaften, das aufgewühlte Meer ein Typus auf die Gottlosen, die sich inmitten der Völker überall aufhalten. Auch Johannes, als er seine Apokalypse empfängt, schreibt, komm her, ich will dir das große Gericht über die große Hure zeigen, das ist Offenbarung 17, 1 und 5. Ihr hört es nur an, wir schlagen nicht groß nach. Ich habe mir heute extra auch alles so platt, um es nicht aufzuschlagen, dass wir schneller durch sind. Ja, Offenbarung 17, 1 und 15 war das. Also komm her, sagt er, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerschaften, schöner kann man es nicht sagen, und Nationen und Sprachen. Und dann Offenbarung 17, 1 und 15, vielleicht kommen wir am Schluss nochmal auf diese Bilder zurück. Offenbarung 17, 1 und 15 heißt es noch, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Oder Offenbarung 13, 1 ist das, Verzeihung, 13, 1, ich habe die andere versehentlich nochmal gelesen. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Diese zwei Stellen aus Daniel 7, aus Offenbarung 13, dass die sehr artverwandt sind. Ich hoffe, wir kommen noch dazu. Wenn der Herr Gnade gibt mit der Zeit und der Kraft und allem, kann ich das vielleicht noch kurz mal streifen. Ja.
Also nochmal, warum beschäftigen wir uns mit dieser Typologie? Weil wir uns in der Abwehr der Dinge konzentrieren müssen auf das rechte Meer. Das ist das Einzige, was uns wirklich weiterhelfen kann. Nicht auf den Schatten, auf die Wirklichkeit sollen wir uns einrichten. Ja. Aber Tatsache wird sein, dass die Menschheit sich gegen das brausende Meer letztendlich, wenn es so weit kommt, und ich möchte das wirklich mal mit Vorbehalt, also mit leichtem möglichem Vorbehalt sagen, es könnte durchaus sein, dass es nicht so weit kommt, dass buchstäblich die Meere ins Wogen kommen. Es könnte sein, aber ich nehme mal an, es kommt so weit. Aber ich sage, wenn es so weit kommt, sie werden mit Sicherheit Sandsäcke herbeischleifen und werden dich als guten Christen, wenn es dich überhaupt noch gibt, bis dann dazu aufhören, dass du auch mit Sandsäcke hinschleifst. Was wirst du dann tun? Ja. Auf jeden Fall rate ich dir an, selbst wenn du sie hinschleifst, predige. Predige, was irgend du vermagst, dass sie die Wahrheit hören, wie man dieses Meer zum Stillstand bringt. Der wahre Jona muss aus dem Boot. Unbedingt. Dann hört die Sache aus. Die Sünde muss ausgefegt werden. Die Gottlosigkeit muss ein Ende nehmen. Dann wird auch das Meer aufhören. Also der Mensch wird nicht den Kampf zu kämpfen haben gegen irgendwelche Winde, gegen Wellen, gegen Meteoriten, gegen Außerirdische. So war es zwar heißt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber es ist nicht unsere Aufgabe, nicht der Weltaufgabe, gegen Außerirdische, gegen Dämonen und alles Mögliche zu kämpfen. Das können sie gar nicht. Sie können nur die Sünde ausschaffen und dann wird es funktionieren. Nun, in einem nächsten Punkt möchten wir anschauen, wer wühlt das Meer auf? Das ist auch von entscheidender Bedeutung, weil das kommt jetzt in der ganzen Praxis kommt sehr darauf an, dass wir diese Konstellationen kennen, weil so kannst du letztendlich verstehen, was genau passiert auf diesem Globus. Wer wühlt das Meer auf? An erster Stelle, Jesaja 8, Jesaja 8, Verse 7 bis 8. Siehe, der Herr lässt die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen. Der Herr lässt. Das ist mir darum wichtig, dass wir gleich zu Anfang wissen, es ist nichts, aber nicht irgendeines in der Hand des Menschen. Wir haben zwar gesagt, es ist die Sünde, die Ursache, aber du musst dir im Klaren sein, wenn die Wasser steigen, wenn die Meere, auch die Völkermeere in Bewegung kommen, ist es Gott der Herr, der sie in Bewegung bringt. Wie es da heißt, den König von Assur und all seine Herrlichkeit, er wird heraufsteigen über alle seine Betten und über alle seine Ufer gehen. Und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird es reichen. Psalm 50, 3 bis 4 sagt es mit diesen Worten, Psalm 50, Vers 3 bis 4, sagt, unser Gott kommt und er wird nicht schweigen, er wird. Feuer frisst vor ihm her, rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Also er allein, Gott allein ist es, der es aufwühlt, darum ist es Gott allein, der es auch wieder beschwichtigt. Oder beschwichtigen kann. Darum, wie es Jesus sagt, fürchtet nicht diejenigen, die den Leib töten, fürchtet vielmehr der euch nachher noch, nachdem ihr tot seid, in die Hölle verdammen kann. So auch hier, der Einzige, der das Meer imstande war aufzuwühlen, ist der Einzige, der es auch wieder beschwichtigen kann. Und ich sag mal, wie wir es hier erleben, du kommst bei ihm nicht durch, bis auf den Punkt bist. Das Meer hört genau dann auf, wenn Jonas Füße das Meer berühren. Nicht, wenn die Schiffsgeräte rausfallen, alle menschlichen Ideen kommen. Da wird sich alles nur noch verschlimmen. Aber wenn es auch noch so gute, sonst bewährte Methoden sind, sie werden allesamt versagen. Sie werden nicht funktionieren. Psalm 107 dazu, Vers 25 und fortfolgende. Psalm 107 ab Vers 25. Er redete und bestellte einen Sturmwind und der trieb seine Wellen hoch, sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefe. Es verzagte in der Not ihre Seele, sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es versagte alle ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Schon wie eine kleine Vorschau auch auf Jesus, der auf dem Wasser wandelte, das wiederum prophetisches Bild ist, auf die Christusgemeinde, die am Ende eben ganz wunderbar in diesen Stürmen bestehen soll. Wir sind nicht dazu berufen,
von diesen Stürmen untergenommen zu werden. Genauso wie er übers Wasser ging, will er, dass seine Gemeinde vollendet in der Ruhe des Geistes durch diese Stürme geht und dass sich dieses Schiff am Schluss von der Mitte des Meeres ans Ufer versetzt. Übernatürliche Dinge, die am Schluss geschehen werden. Also das musst du dir vor allem gut merken, es ist der Herr, der die Völkermeere aufwühlt. Es ist von endzeitlich allergrößten Bedeutung. Merk diesen Satz gut. Eine weitere Stelle, Jesaja 8, 12 bis 13, nur um das gründlich zu belegen. Jesaja 8, 12 bis 13. Und ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. So wie sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Was ist der Inbegriff dessen, was überhaupt geschieht, wenn sich das Völkermeer aufwühlt? Was geschieht eigentlich? Wie wühlt jetzt Gott das Völkermeer auf? Was geschieht immer wieder? Kannst du es nachlesen? Zacharia 8, Vers 10. Also ich werde es lesen, du schlägst es nicht nach. Da heißt es nämlich, dass der Inbegriff dessen, was das Aufgewühltwerden betrifft, der Völkerschaften, da heißt es, und ich ließ die Menschen gegeneinander los. Siehst du das? Und ich ließ die Menschen gegeneinander los. Wenn du das nicht verstehst, du kannst nicht verstehen, was derzeit sich auf der Welt ereignet. Das aufgewühlte Völkermeer wird von Gott aufgewühlt, indem er die Menschen aufeinander loslässt. Wie sieht das aber aus in fast sämtlichen Endzeitschriften? Ich rede jetzt namentlich von den Frommen, es gibt natürlich auch viele andere noch. Ist es nicht so, dass die Endzeitschriften in der Regel davon geprägt sind, dass immer irgendein Verschwörer im Mittelpunkt steht? Wer hat schon alle Endzeitschriften gelesen? Darf ich mal eure Hände sehen? Relativ spärlich. Aber ich sage dir, was dort steht, wenn du es liest. Beim einen ist es der Islam, der uns verschlingen soll. Beim anderen ist es die USA, oder? Wir haben die Endzeitschriften von der Verschwörung, die großen Verschwörungen. Die Illuminaten, du hast die Freimaurer, du hast die Jesuiten reichlich und all diese Thematiken reichlich erschöpft. Immer wieder die Bedrohung durch diese eben Einweltregierung, die angestrebt wird. Und ich frage mal mittendrin, ist das Realität? Existieren diese Verschwörungen? Na, sicher existieren sie, ja. Antichrist, Thema, Udo, NATO, EU, all diese Dinge beschäftigen uns oft täglich. Andere Endzeitschriften zeigen die große Gefahr, eben der Ökumene, Verschwörung, oder all diese Dinge, tatsächlich in Wahrheit, wenn du es untersuchst, es ist so viel Wahres, etliches ist auch wirklich Quatsch, aber sehr vieles ist echt wahr, wenn du es untersuchst, es ist so. Dann kommt der andere und bringt den Kommunismus als die große Weltverschwörung, den Vatikan und nimm, was du willst. Es tobt eigentlich ein sehr vielschichtiger Kampf um diese Weltherrschaft, wenn du es genau nimmst. Angefangen bei den Juden, über den Islam, das ist ganz klar, aber bis hin zum offensiven Christentum, auch das offensive Christentum, bis letztlich hin zum eben klassischen Antichristentum. Es kämpft alles und jedes um die Weltherrschaft. Du kommst einfach nicht herum, das zu sehen. Wenn du die Chronik, die Weltchronik über die letzten 2000 Jahre studierst, du wirst sehen, dass es nie ein Ende genommen hat. Der Kriege war kein Ende. Jeder wollte an die Spitze, jeder wollte den anderen auf irgendwelche Art beherrschen. Aber Gott ist es, der alle Menschen gegeneinander loslässt. Darum ist es weder die eine noch die andere Organisation. Es ist weder die eine noch die andere Religion. Es ist auch weder die eine noch die andere Union, die auf Dauer die Oberhand gewinnen wird. Das ist für mich die Konsequenz, die wir daraus lernen müssen. Verstehst du? Wenn du Weltverschwörung, wenn du all die Verschwörungsbücher liest, dann hast du immer das Zentrum, die Menschen, fürchtet sich vor dem und vor dem. Und oben haben wir gelesen, fürchtet nicht alles, was sie Verschwörung nennen. Ja. Wer hat es im Griff? Das ist hier die Frage. Wer hat es im Griff?
Ja, und glaub mir, nicht irgendein Zweiter. Nicht irgendein Zweiter. Weder das Judentum mit seinem natürlichen Israel, ich sage jetzt bewusst Judentum und natürliches Israel, noch das Christentum. Christentum hat es nicht im Griff. Auch nicht mit der Bibel in der Hand. Weder die Illuminaten, noch der Islam, noch der Feminismus hat es in der Hand. Weder Ökumene, noch Kommunismus hat es in der Hand. Pazifismus hat es nicht in der Hand. Auch Satans Kulte, all die Satanskulte und so weiter. Niemand hat dieses aufgewühlte Meer in der Hand. Es ist er, der in der Hand hat, der alle aufeinander loslässt. Keine religiöse, keine menschliche Bewegung ist darum zu fürchten. Nicht einen sollen wir fürchten. Der echte Jona muss aus dem Boot. Das ist die Geschichte, die wir vor uns haben. Und der echte Jona, ich sage es mal mit diesen Worten, ist des Menschen Hochmut in allererster Linie. Des Menschen Hochmut und Überheblichkeit, dass er an die Weltmacht und die Weltherrschaft gelangen will. Also denkt nie, dass all die cleveren Clubs, auch die Terroristen jetzt in dieser Zeit, dass die irgendwas im Griff haben. Das sieht alles sehr gezielt aus. Und wenn du je nachdem Weltverschwörungsschriften gelesen hast, dann bekommst du wirklich die Allgegenwart des Feindes im Angesicht Gottes. Aber du sollst die Allgegenwart Gottes im Angesicht des Feindes haben. Das ist der kleine große Unterschied. Ich habe mich nur sehr wenig mit diesen antichristlichen Dingen beschäftigt, mit diesen Warnschriften und so weiter. Aber als ich die letzte las, die ist irgendwie da in mein Haus gerutscht. Ich hatte nachher die Allgegenwart des Feindes vor mir. Ich sah ihn überall, allgegenwärtig. Du kannst, wenn du die Schriften liest, kannst du tatsächlich alles plötzlich wie einordnen. Du weißt schon, wann es klingelt an der Tür, wenn du dran bist. Ja? Aber ich habe gemerkt, die Frucht dieser Schriften war, ich konnte nicht mehr ins Auto einsteigen, ohne 7-mal in den Rückspiegel zu schauen, ob jetzt mir jemand folgt oder nicht. Weil die Pläne sind so durchdacht, die Weltverschwörung der Illuminaten, wer da alles dann angezeigt wird, die sind so perfekt, die haben so einen systematischen Plan, dass ich genau weiß, zuerst kommt das und dann kommt das und dann kommt das und wenn du dann nicht gespurt hast, bringen sie dich um. Ja? Und am Schluss siehst du kein Ereignis mehr, losgelöst von, oh, jetzt ist es schon so weit. Ja? Und da hat mich Gott eines Besseren gelehrt, aus der Schrift, das ist ganz wichtig, weil es sieht von außen so aus, wie das total im Griff wäre. Ja? Die ganzen Terroranschläge und alles scheint so im Griff zu sein, dass sie die ganze Welt jetzt so steuern. Natürlich, sie steuern was. Aber ich sage dir eins, sie steuern nur das, was Gott will, das gesteuert wird. Aber gar nichts anderes. Ja? Und er lässt sie aufeinander los. Warum? Weil alle miteinander die Weltherrschaft wollen. Ja? Und es sind so viele, ich habe jetzt ja nur einige aufgezählt, es sind noch unzählige mehr, wenn all die Guerilla und was weiß ich was alles, was da noch für Urgedanken dahinter steckt, wer alles auch sonst noch an die Weltherrschaft will. Und jeder kommt natürlich als guter Freund daher, lädt die anderen ein, um irgendwo kommunikativ zu wirken, aber jeder hat dieselbe Absicht, jeder möchte den anderen in seine Tasche stecken. Das ist das Problem. Aber es gibt nur eine Wirkung, die sie gegeneinander loslässt, und das ist der Einbruch des Reiches Gottes. Und darum habe ich vorhin einen guten, wichtigen Unterschied gezeigt, dass auch wir mit der Bibel in der Hand, auch wir Christen, auch wir als klassische Gemeinden in dem Sinn, wir werden es nicht in der Hand haben. Das Reich Gottes ist so kompromisslos, wie du es heute im Vorspann hier erlebt hast, heute Morgen und überall. Das Reich Gottes ist eine Kraft, die einfach wirkt, mit der du lernst mitzugehen oder es fegt dich weg. Das Reich Gottes nimmt keine Rücksicht auf Biblizismus, auf christliches Bekenntnis. Es nimmt auf gar nichts Rücksicht. Das Reich Gottes bricht ein mit Macht und Kraft und Gewalt und Herrlichkeit. Wer in diesem Strom sich mit einbindet, wird herausgehoben aus dem ganzen Treiben, steht im rechten Moment am rechten Ort und das andere rundum verbrennt einfach. Das Reich Gottes lässt alles gegeneinander los, was es nicht ist, damit die Leute, die Menschen in ihrer eigenen Weisheit, in ihrem eigenen Dünkel, den sie haben, ihre Weisheit mal bis zum letzten Blutstropfen ausschwitzen dürfen, bis sie in Ratlosigkeit vor dem Toben der Meere stehen. Und ich behaupte, das hat schon angefangen. Da siehst du es, schau raus. Ratlosigkeit, plötzlich Panik, ja. Darum sage ich nicht in erster Linie warten, bis das sichtbare Meer sich zu wappen und schwappen beginnt, bis die tosenden Wellen kommen. Es tobt schon. Ja? Wenn das geschieht, ist es nur
das letzte Zeichen, die Folge, die Frucht davon. Aber das ist zuerst einmal gemeint, dass Gott die Wehre aufwühlt, dass sie alle gegeneinander losgehen und die Menschen haben Panik, von welcher Seite kommt der nächste Terrorangriff. Das ist das aufgewühlte Meer, verstehst du? Panik. Gestern war es das, morgen ist es das, übermorgen kommt es wieder von einer ganzen Seite. Hast du wieder irgendeine Vergiftung von da, kommt wieder ein Bacillus von da. Ich möchte nicht wissen, was AIDS und all diese Dinge mit dem zusammen im Zusammenhang haben. Ja? Wie viel da gesteuert ist. Ich glaube, dass es so ist, aber weil Gott es so zulässt. Weil Gott den Menschen in seiner Verderbtheit, weil er nicht umkehren will, einfach hineingibt in seine Werke und am Schluss versucht jeder an die Macht zu kommen. Und so werden sie sich gegenseitig so lange die Köpfe einschlagen, bis nichts mehr da ist. Also auch das Einbrechen des World Trade Centers, was ja sicher jetzt am allermeisten beschäftigt hat, rein vom Natürlichen her, sind einfach nicht Anschläge, wie soll ich sagen, die gezielt gesteuert zu einem wirklichen Ziel hinführen, was die Terroristen im Schilde führen, ganz gleich, was irgendwo dahinter steckt. Ich gebe dir noch einige Schriftstellen, um das zu belegen. Die zwei, die ich lese, ist die eine aus Amos 3, Vers 6. Amos 3, Vers 6 wird 3, Vers 6, wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Ich würde sagen, nein, geht nicht. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Also übertrag das mal. Sind diese zwei Türme, diese zwei 400 Meter Türme, sind die ohne den Herrn eingestürzt? Ist unwahrscheinlich, was hier steht. Ja? Geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Die Frage ist, sagt in sich alles. Und dann Klagelieder 3, 37 bis 38. Wer ist es, der da sprach und es geschah? Und der Herr hat es nicht geboten. Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Also auch das Böse, mit dem beginnt es hier. Theologisch müsste man sagen, Herr, beginnt doch zuerst mit Gnade und dann Wahrheit. Oder? Zuerst das Gute und dann das Böse. Nein, kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Wenn ihr wollt, gebe ich euch einige Schriftstellen dazu. Ich könnte palettenweise hier auftischen. Ich lese sie nur einmal runter, wenn du schnell genug bist, hast du sie, sonst hast du es verpasst. Prediger 7, 14. 2. Mose 21, 13. Psalm 105, 25. Oh, ich bin gnädig, ich mache kurz zweimal. Psalm 105, 25. Josua 11, 20. Josua 11, 20, Richter 14, Vers 4, Richter 14, Vers 4, 1. Könige 12, 15, 1. Könige 12, 15, 1. Samuel 2, 25, 2. Chronik 22, 7, 2. Chronik 22, 7, 3. Mose 14, 34, 2. Könige 19, 25, hier lassen wir es mal bewenden, 2. Könige 19, Vers 25. Ich lese dir noch einen Text aus 2. Chronik 15, 5 bis 6. In jener Zeit gab es keine Sicherheit, sondern viele Beunruhigungen kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation gegen Nation und Stadt an Stadt. Denn Gott beunruhigte und verwirrte sie durch allerlei Bedrängnisse. Jesaja 3 sagt, Vers 4 und 5, dann mache ich, da wäre ich, heißt es dort am Anfang, da wird sich das Volk bedrängen, Mann gegen Mann. Und dann Prediger 5, Vers 7 fasst es so zusammen, das ist für mich so wie ein bisschen das Gelbe vom Ei, wie er es hier sagt. Er zählt hier auf, wie die Hohen arbeiten. Und heißt dort Prediger 5, Vers 7, wenn du Unterdrückung des Armen und Raub von Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht über die Sache, denn ein Hoher wacht über dem anderen Hohen, und Hohe über ihnen beiden. Das fasst für mich irgendwie die ganze Sache zusammen. So,
Lese es nochmal. Denn ein Hoher wacht über dem anderen Hohen und Hohe wachen über ihnen beiden. Mit anderen Worten, es ist immer der Himmel, der das letzte Wort hat. Ja. Tobt ihr Völker, erschreckt, heißt es, und horcht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde, gürtet euch und erschreckt, gürtet euch und erschreckt, heißt es, schmiedet einen Plan, er geht in die Brüche, bereitet oder beredet die Sache, sie wird nicht zustande kommen, denn Immanuel. Die ganze Erklärung. Denn Immanuel, Jesaja 8, Vers 9 bis 10. Siehst du, wie das perfekt läuft beim Herrn? Denn Immanuel, wisst ihr Immanuel? Jesus, genau. Es gibt schon eine Botschaft, ich wüsste leider nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe das mal gründlicher ausgelegt, dieses Kapitel 8 dort, bitte. Warum nicht der Welt? Wer sich näher darüber interessiert, über diese spezielle Linie dort, habe ich das dort gründlicher aufgearbeitet. Psalm 2 möchte ich auch noch hier anschließen. Ich weiß, es sind ein bisschen viel Stellen, aber es ist so ein wichtiges Fundament, Geschwister. Wenn wir das nicht verstehen, uns werden die Terroranschläge und all die Dinge so in Schrecken versetzen, dass wir womöglich eben in christlicher Manier noch glauben, wir müssen alles Mögliche unternehmen, um dem Abhilfe zu schaffen und wissen nicht, dass es der Herr ist, der schlägt. Das musst du gut unterscheiden. Wenn es der Teufel ist, der mich schlägt, habe ich etwas anderes zu tun, als wenn Gott mich schlägt. Wenn er dahinter steckt, ist ein anderes Verhalten. Warum toben die Nationen, Psalm 2, Vers 1, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist eine prophetische Vorschau auf auch die letzten Dinge. Wenn du diesen Psalm 2 studierst, merkst du, er prophezeit exakt in unsere letzte Zeit hinein. Also Gott schaut zu vom Himmel herab, wie Könige, Fürsten der Erde sich gegen seine Erwählten verschwören und wie sie sagen, dann Vers 3 in Psalm 2 heißt es, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist das, was die Völker sagen. Was sind das für Bande, was sind das für Stricke? Sie möchten ihre Stricke, ihre Bande, sie möchten das Wort Gottes, das ist in unsere Stricke, in unsere Bande, oder? Genau, hat schon stattgefunden. Sie möchten das Wort Gottes, als auch die Führung des Heiligen Geistes, sich vom Hals schaffen. Vom Hals nehmen, ihre Stricke, ihre Bande, ja, sagen sie. Und dann, wie antwortet Gott darauf? Der Himmel thront, der im Himmel thront, lacht. So heißt es nachher. Der Herr erheitert sich über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Zitat, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er gibt das, nicht sie. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, Immanuel. Ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Interessant, nicht, dass er das über dem Sohn sagt. Hier hast du wieder eine Belegstelle mehr. Was geschieht, wenn er kommt, der Sohn? Und nun heißt es, und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Das war Psalm 2. Noch Verse 4 bis 12. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wie wird Gott hier in Christus dieses Blatt wenden? Es ist unwahrscheinlich. Ja. Also der Herr schaut getrost von oben herab, wie all diese Verschwörungen, all diese Dinge geschehen, wie die ganze Infrastruktur für eine Einweltregierung aufgebaut wird. Ist das nicht praktisch? Steiner, der macht schon mal die Arbeit, oder? Ja, glaubst du, dass es so gedacht ist? Glaubst du, dass die ganze Technisierung und alles letztendlich nicht für diejenigen ist, die sie gebaut haben? Ja, man will ja mit all dem auch irgendwo einen Weltfrieden erzwingen, aber ohne den Herrn, das will man ja. Aber wenn du siehst, was hier geschieht, er lacht von oben, er sagt, zieht mal die ganze Infrastruktur, schafft mal alles, was ideal ist für eine Einweltregierung. Jeder ist darum bemüht, das schön einzurichten. Aber hör,
Segen und Fluch, das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz wie das Schwerkraftgesetz. Und wenn Gott es kompromisslos bei seinem eigenen heiligen Volk, beim eigenen Kindern anwendet, wie sollte die Welt entfliehen letztendlich? Und weißt du, was unter anderem der Fluch über Ungehorsam, über Gottlosen beinhaltet? Hör mal gut, was der Fluch sagt. Das findest du in 5. Mose 28 und fortfolgende. Etwas von diesem Fluch heißt, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Verwirrung der Völker, ja, siehst du, ist der Fluch, der kommt, die Ratlosigkeit der Völker, das wahnsinnig werden, nicht wissen, was kommt als nächstes, kein Ausweg mehr. Und du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein und niemand wird dir helfen. Und jetzt hör, was jetzt geschieht. Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird sie beschlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen. Hörst du diese Sprache? Das ist die Seite für diejenigen, die sich erheben und in eigenwilliger Manier eine Herrschaft aufrichten wollen. Die ganze Infrastruktur kannst du hier mal reinlesen. Also, und was sagen dann die Propheten? Sie sagen klipp und klar im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn und alles das, was irgend bei den kommenden Gerichten übrig bleibt, wird dem Haus des Herrn verfallen sein. So kannst du es auf der Kehrseite lesen, da hast du die Prüfung von der anderen Seite. Dann liest du zum Beispiel in Zacharia 14, Vers 14, Zacharia 14, 14, Da wird dann der Reichtum aller Nationen ringsum eingesammelt werden. Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Und dann heißt es weiter in 5. Mose 6, Vers 10 und fortfolgende, 5. Mose 6 und 10 fortfolgende. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Was wird geschehen, Herr? Große und gute Städte wird er dir geben, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden willst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst. Also seht ihr, das ist der Segen auf der einen Seite und der Fluch auf der anderen. Wie sollte das nicht zusammenpassen? Und war das jetzt das Eigentliche, was Gott haben wollte mit diesem Land? Was war das jetzt, was ich gelesen habe? War das Schatten oder Wirklichkeit? Das war Schatten, seht ihr? Das ganze Land, in das sie eingingen, war nur ein Vorschatten, wie wir in Christus eingehen, wie wir in ihn eingehen. Und letztendlich ist er, wenn wir in ihn eingehen, er kommt hier zurück, er macht hier noch Geschichte weiter. Wenn wir in ihm sind, werden wir auch in ihm sein hier. Darum heißt es, am Ende wird alles, was im Himmel und was auf der Erde ist, vereinigt werden in ihm. Ja? Und dann wird die ganze Infrastruktur einfach pauschal übergeben. Alles, was noch übrig geblieben ist, wird übergeben, so wie es hier steht. Das wird sich erfüllen mit Sicherheit. Mögt ihr noch? Ist ziemlich viel Substanz heute, nicht? Aber wichtig, oder? Die andere Substanz ist auch viel, wenn sie uns auf den Kopf runterprasselt und wir wissen nicht, was los ist. Also gehen wir noch ein bisschen, hä? Ich komme jetzt noch zu den Einbrüchen der Türme zu reden. Das ist mir nochmal wichtig, dass wir auch die Dinge, die geschehen, lernen, gerade auf der Stelle prophetisch zu deuten, prophetisch zu sehen. Wenn du nämlich all diese Grundlagen hast, die wir jetzt, glaube ich, ausreichend belegt haben mit der Schrift, dann wird es nicht irgendeine Katastrophe, nicht irgendeinen Untergang, nicht irgendein Verderben geben, indem du nicht schon siehst, was als nächstes kommt. Wir haben das zu seiner Zeit mit Kaprun gemacht. Ich habe ein Traktat nachher verfasst, habe über Kaprun ausgelegt, was das für ein prophetisches Bild war. Es sind alles Vorboten. Wenn du das weißt, dass Gott alles tut, er tut immer zuerst etwas, das im Kleinen eintrifft, bevor er es im Großen macht. Diese Struktur wirst du ihm nicht ausreden können, weil er gnädig ist. Er kommt nicht gleich und schlägt dich tot, bevor er dich nicht irgendwo gemahnt hat, auf irgendeine Weise. Zwei- oder dreimal wirst du gerufen, heißt es, wirst du korrigiert, aber wenn nicht. Und so sind diese Katastrophen, auf Kaprun gehe ich gar nicht erst ein, da kannst du das Traktat mitnehmen, es ist irgendwo.
Aber dasselbe, was über Kaprun zu sagen war, gilt auch wieder für das World Trade Center, das eingebrochen ist. Das ist lauter prophetische Vorschau über die Dinge, die jetzt über die Welt kommen werden. Das kannst du mit ganz großer Sicherheit glauben, was ich jetzt sage. Und ich möchte, einfach weil es doch auch sehr, symbolträchtig war, das ganze Geschehen, möchte ich es nochmals in Erinnerung rufen. Ich glaube, so multikulturell dieses World Trade Center war, das ist ja alles war da drin vertreten in dem Sinn, genau so vielseitig wären die Zusammenbrüche und Katastrophen vom Himmel her. Das ist alles symbolträchtig, ja. Es ist vom Himmel her geschehen. Es genau so wird im Großen wird sich das erfüllen, was sich im Kleinen jetzt wie ein Vorschatten ereignet hat. Ich bin persönlich überzeugt, das habe ich gesagt, bevor ich andere Propheten darüber reden hörte. Ich habe als erstes, als das geschah, macht Klick und ich sehe Offenbarung 18 vor meinem Auge. Der Einsturz Babylons, der garantiert in einer Stunde, in einem Tag, mehrmals erwähnt, an einem Tag geschehen wird. Das war der Auftakt dazu, da bin ich überzeugt. In welcher Geschwindigkeit sich das Ganze vollzieht, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, um das nochmals zu sagen, ich glaube, dass jede Katastrophe, jeder Terroranschlag eine Botschaft beinhaltet, dass du gleich mal siehst, wie es dann weitergeht. Das geht bis in die Details. Ich bin überzeugt, das Ganze mit Swissair, was geschehen ist, das hat es einem Vorboten. Könnt ihr das nachhinein sehen? Es hat angefangen mit einer Maschine, die einfach plötzlich zschum, zack, ins Meer, fertig. So hat es begonnen, also so wie ich es vom äußeren Charakter, wie wir es die große Menge erlebt haben, hat es eigentlich dort so richtig begonnen. Es hat nachher nicht mehr aufgehört. Einfach eine Maschine, ich weiß nicht, hat man damals eine natürliche Ursache gefunden überhaupt? Nicht, gell? Es war einfach, wenn du es jetzt vom Typus auslegst, keine Ursache, also man konnte es nicht ergründen, gell? Ich würde mal sagen, höhere Gewalt, oder? Letztendlich, ja, also die schöne Swissair, hochgelobt, oder die sicherste auf der Welt, zack, ein Flugzeug, einfach wumm, runter, fertig. Wenige, ist es Monate oder Jahre her jetzt, seit das geschah? 2 Jahre? Ja, also es kann sich um 2 Jahre handeln. Hat sich genau das erfüllt am ganzen Betrieb. Hast du gesehen? Hättest du damals das prophetisch gesagt, das war der Typus, dass genau das mit Swissair geschehen wird, mit der ganzen Gesellschaft, hätte dir jeder gesagt, bist du verrückt. Ja. Aber es hat sich genau so, einfach Sturzflug, baff, runter, aus, fertig. Genau so hat sich es ereignet. Ursache, oder wie soll man sagen, Schatten, Wirklichkeit. Das war der Schatten, der Vorschatten. Und darum kannst du sicher sein, ich weiß nicht in welcher Zeit, ob es wieder 2 Jahre sein wird, keine Ahnung, da bin ich nie ermächtigt über Zeiten. Das ist irgendwie bei Gott immer wieder unberechenbar in dem Sinn. Aber mit Sicherheit kannst du sagen, das war der Auftakt, das war das Zeichen, dass jetzt das auf dem Plan steht. Jetzt beginnt sich alles zu sammeln, dass also ganz international, auf der ganzen Welt, das, was sich mit den 2 Türmen ereignet hat, in der wirklichen Gestalt ereignet. Das war der Schatten, die Wirklichkeit kommt. Es wird in einer Stunde derselben Weise geschehen, wahrscheinlich ganz anders, aber von oben, da kannst du sicher sein. Das ist dort schon wieder drin, dieses Bild, es kam von oben, nicht von der Erde her in dem Sinn. Das heißt für mich, Gott wird das tun, Gott wird es verursachen, dass dieser Zusammenbruch sämtlicher Systeme, alles was da typologisch drin vorhanden war, wird Gott dazu schauen, dass nichts Menschliches, nichts Seelisches, nichts Natürliches irgendwie übrig bleibt. Er wird alles vom Himmel, er wird so lange erschüttern, von oben her, bis der Mensch bekennt und einsieht, dass er gar nichts im Griff hat. Aber gar nichts. Er kann nur noch sehen, wie es einbricht. Das wird genau so geschehen. Es wird der Schlag sein, mit einem Schlag wird es eintreffen und es wird nach unten und unten und unten gehen, bis das Gericht zum Sieg ausgeführt ist, bis es am Ende angelangt ist. Aber es wird in einer Stunde geschehen. Also es sind Produkte aus der Hand und die Menschheit, die sich jetzt noch gegenseitig bekämpft und so weiter, irgendwann wird sie natürlich versuchen, miteinander den gemeinsamen Feind zu bekämpfen, nützt alle nichts. Sie werden allesamt in ihrer eigenen Weisheit zu Schanden werden. Übrig bleibt das Reich Gottes. Das ist der Auftakt dazu, bin ich überzeugt. Ja. Also noch 2, 3 eben zu den typologischen Vorboten. Die Stelle, wenn du sie noch willst, Offenbarung 18, 10 bis 11. Wehe, wehe,
die große Stadt Babylon, die starke Stadt. Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Das war alles mit drin. Du hast gemerkt, parallel zu den großen Geschrei und Weinen und Beten kam immer die Börse. Hast du das gemerkt bei den Nachrichten? Immer der Welthandel, oder? Plötzlich funktioniert es nicht mehr, man fürchtet alles, oder? Die Toten beweint man und das Geld auf der anderen Seite. Die Struktur ist hier voll mit drin, ja? Also ich denke, dass diese Türme Inbegriff waren für Weltherrschaft, für Weltwirtschaft, aber auch für Weltreligion, Einweltreligion. Kurzum, jeden Versuch, jeden menschlichen Versuch, jeden menschgemachten Versuch einer Einweltregierung, glaube ich, symbolisieren diese zwei Türme und sie werden kurz vor dem Ziel in einer Stunde zusammenbrechen. Noch etwas kurz zu den Türmen, bevor ich zu einer prophetischen Deutung nochmal komme. Türme, wenn du sie in der Schrift studierst, haben eine ganz große Rolle gespielt, immer, angefangen beim Turmbau zu Babel. Ich denke, das ist ja der Urtypus überhaupt, da ging es auch in einer Stunde, gell? Plötzlich war es, aber du wirst sehen, dass Türme in den allermeisten Fällen eben einen groß, starken, negativen Charakter haben. Der einzige Turm, der hoch und gut ist und hält, ist der Turm, in den wir hineinfliehen. Ja? Der Herr, du bist ein starker Turm. Aber Türme stehen symbolisch für Macht in der Schrift, für Selbstvertrauen und für Sicherheit. Macht, Selbstvertrauen, selbstgemachtes Vertrauen und Sicherheit. Ebenso aber auch wie Völkervereinigung. Das ist der Typus für Türme, wenn du sie in der Schrift studierst. Ich erinnere nochmal an den Turmbaum von Babel, nachzulesen 1. Mose 11, Vers 4 und fortfolgende. Die andere Belegstelle, dass ein starker Turm, Sicherheit und so weiter, Psalm 61, Vers 4 oder auch Sprüche 18, Vers 10, das ist die positive Seite. Ja, Name Jahwes heißt, es ist ein starker Turm. Aber in der Geschichte der Menschheit, so wie die großen Türme gebaut wurden, sind sie in der Regel Mahnwachen des göttlichen Gerichts, das, was übrig geblieben ist. Ja. Sie konnten in der Stunde des Gerichtes nie diejenigen retten, die sie gebaut hatten, die auf sie vertraut hatten. Es ging nicht. Einige Beispiele dazu, Richter 8, 17, und den Turm von Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer in der Stadt. Also er konnte ihnen nicht helfen, Richter 8, 17. Oder Richter 9, 49. So starben auch alle Leute des Turmes von Sichem. Also Türme, sinnbildlich für Hochmut und Eigenstärke. Jesaja 2, 12 sagt ganz pauschal über hohen Türmen, und achte auch das wieder, hätten die Menschen das bedacht, sie hätten sich nie gewagt, so einen Turm zu bauen. Glaubst du mir das? In Israel gab es ein Verbot, mehrstöckige Häuser zu bauen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Im Gesetz Israels verankert, dass es nicht erlaubt ist, aufeinander zu bauen. Ich glaube, Gott hat dort schon den Hochmut in den Wurzeln getroffen. Weil damit beginnt es, oder? Jesaja 2, 12, ganz pauschal, sagt vom Hochmut, wie gesagt, Türme, ein Sinnbild für Hochmut und Eigenstärke, sagt pauschal, ab Vers 12, Jesaja 2, denn der Herr der Heerscharen hat sich einen Tag vorbehalten über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Und über alle Zedern des Libanon, die Hohen und Erhabenen, und über alle Eichen Basans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel. Und jetzt hör, was er sagt, wortwörtlich. Über jeden hohen Turm. Über jeden hohen Turm. Und über jede steile Mauer. Und der Stolz des Menschen wird gebeugt und der Hochmut des Mannes erniedrigt werden. Siehst du die Auslegung des hohen Turmes? Und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Also wo immer Menschen hohe Türme sich bauten, früher oder später hat es ein schnelles Ende genommen. Die Sprüche garantieren uns, je höher du baust, desto größer der Einbruch. Sobald wir in die Höhe gehen, sobald der Mensch in die Höhe geht, beginnt Gott, das irgendwann zusammenzuschlagen. Und darum ist jeder zusammengebrochen in der Turm eine Mahnwache, ein Mahnmal der Gerichte, die Gott ausübt für die kommende Generation. So haben wir es im Kaprun-Traktat mit Lukas 13 belegt, Lukas 13, 4 bis 5. Da fasst Jesus prophetisch zusammen, Lukas 13, 4 bis 5, oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie tötete.
Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Waren die schlimmer als die anderen? Nein, sagt er. Ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Nach demselben Muster wird es ablaufen, mit anderen Worten, wenn du nicht Buße tust, vom Hochmut, sagt er. Wie sieht die Buße praktisch aus? Wie kannst du entkommen? Auf welchem Weg? Offenbarung 18 gibt folgende Anweisung, und ich glaube, die ist jetzt verbindlich. Jetzt müssen wir gut hinhören. Man hat zieht aus von Babel, seit Jahren gepredigt, gell? Das hörst du in vielen Predigten, zieht aus von Babel. Ich glaube, das war der Engel im Himmel, der jetzt gerufen hat. Zieht aus, heißt es dort. Und ich hörte eine andere Stimme, Offenbarung 18, Vers 4 bis 5. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, ja? Damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Ich bin überzeugt, dass dieses zieht aus von Babel, dass jetzt diese Stimme vom Himmel ergeht. Dass wenn wir jetzt nicht eilenst alles loswerden, was an diese Türme, den Gehalt der Türme erinnert, und da rede ich ganz praktisch ins Christentum hinein, und sag, wenn du jetzt mit deiner Wirtschaft nicht eine Änderung triffst, mit deiner ganzen Geldwirtschaft, mit deiner ganzen Religionswirtschaft, wie alles du das aufbaust, mit all dem Strukturellen, alles was ist, wer jetzt nicht all der Struktur, was nicht Organismus Christi ist, wer dem nicht entflieht und hinein in Christus flieht, in seinen Turm, in ihn hinein selber, er wird von diesen Gerichten getroffen werden. Und ich bin überzeugt, dieses geht aus von Babel nützt nichts, wenn du nicht hineingehst in die Arche. Ja? Es nützt nichts. Und ich habe den Mut, das zu sagen, dass was wir hier tun, was wir hier üben, ich bin überzeugt, das ist das Einzige und Einzigste, was uns in dieser Zeit durchbringt. Wenn wir nämlich endlich lernen, organisch zu leben, endlich lernen, auf den Geist Gottes zu hören, endlich lernen, im Heiligtum uns drin aufzuhalten. Was für ein Weg, Geschwister! Was für ein Weg. Du hast heute Morgen gesehen, wie schnell wir draußen sind. Eine Geisteswirkung, wupp, daneben, wieder daneben, wieder daneben, wieder daneben. Das war der ganz klare, plastische Ausdruck, wo wir als Christenheit stehen, wenn es darum geht, mal konsequent zu schauen, was ist Geist und was ist nicht Geist. Rauskommen aus Babylon, rauskommen aus der Verwirrung, Babel heißt Verwirrung, rauskommen aus der Finsternis meint, hinein ins Licht, hinein in die Orientierung, hinein in die Klarheit des Geistes kannst du nur dort lernen, wo man im Geist wandelt. Das wird unsere Rettung sein und nichts anderes. Und dazu nehme ich sehr gerne dieses, ich habe nicht sehr viele Konstellationen dieses Gerichtes dort mitgekriegt, aber die eine Konstellation ist für mich der Typus schlechthin. Das ist dieser Bericht jetzt vom World Trade Center nochmal. Das ist dieser Bericht von Vincent Fiore. Habt ihr den Namen schon gehört? Ich habe den Namen auch erst vernommen von jemandem, der mir ihn geschickt hat. Vincent Fiore. Das war der Mann, der aus dem 57. Stockwerk des World Trade Centers entfliehen konnte, nachdem das Flugzeug schon reingedonnert ist. Warum? Weil seine Frau unten auf der Straße das Ganze mitverfolgte. Sie nahm ihr Handy zur Hand. Ihr Mann war am Duschen, in der Dusche. Sie hat ihn gewarnt, dass sein Flugzeug reingekracht ist. Der ist aus der Dusche gerast und ist 57 Stockwerke runtergerannt um sein Leben und kam gerade mit dem nackten Leben davon. Was für ein symbolträchtiger Akt. Was für ein symbolträchtiger Akt. Zumal man, ich habe mir mal die Freiheit genommen, nachzuforschen, was Vincent heißt. Ich habe mir diesen Namen mal angeschaut, das heißt Siegen, ja, Siegen. Er ist ein Typus, wie du Babylon besiegst, ja, würde ich mal sagen. Es scheint mir, wie ein Gott durch die Blume, Fiore heißt Blume, uns durch die Blume sagen wollte, so kannst du siegen, so kannst du dem Untergang entfliehen, indem du 57 Stockwerke runterrennst und schaust, dass du da, wenn irgend möglich, deine nackte Haut noch rettest. Wenn du jetzt immer noch da oben im 57. Stockwerk sitzt, und ich bin ehrlich der Überzeugung, die meisten sitzen viel zu hoch. Sie denken, wo sie seien. Dabei, du hast es heute gesehen, wo wir sind. Und ich würde sagen, wer diese Schwellenangst bis hierher überhaupt überwunden hat, ihr wisst, was wir für einen Ruf haben, der ist schon ziemlich geisterfüllt. Ja, gebt euch nur einen Applaus, das war ein Kompliment, oder?
Es braucht ziemlich viel Gnade, ziemlich viel Heiligen Geist, um hierher zu kommen, weil man nur Schlechtes sozusagen über uns hört. Oder? Mit so viel Verdrehung und Verleugnung und so weiter. Also würde ich sagen, wer trotzdem hierher kommt, trotzdem er das gehört hat, der hat schon ziemlich gelernt, die Impulse des Heiligen Geistes zu befolgen, auch wenn es schwierig ist. Ja. Ja. Aber ihr habt gesehen, wie viel wir nötig haben, bis wir lernen, wirklich Geist zu wandeln. Das war ja nur ein kleiner Schatten davon. Was hängt dahinter für einen Skandal an Unaufgeräumten, an Verquickten, an Verstrickten? Was hängt hier alles an den zwei Türmen, ja, turmhoch, ja, bis zum Himmel, denke ich. Also, ich glaube, das war der Typus, wie man da rauskommt. Es war ein Typus auf verbindliches Leben, auf Signale geben zur rechten Zeit, nicht immer zu spät. Was denkst du, was wäre geschehen, wenn die Frau noch lange gezögert hätte? Ja? Wenn sie jetzt in Schreikrämpfe gegangen wäre, oh mein Mann, oder? Hätte sie geweint? Nein, hier ist nicht Weinen an der Reihe. Eintippen, raus! Das hat sie nicht freundlich gesagt, bin überzeugt. Bin überzeugt, sie hat geschrien, bin ich überzeugt. Ich hoffe, ich lerne die Frau mal kennen. Der hat auch geschrien, wie eine Sirene ging er da wahrscheinlich runter. Ja. Aber abwärts, seht ihr wieder dasselbe, die Rettung war wieder abwärts, genau wie bei Kaprun. Seht ihr das prophetische Gleichnis, ja, abwärts. Immer sagt Gott, runtersteigen, runter vom hohen Ross, vergiss es, wir sind Gemeinde, wir sind das, wir sind dieses, wir sind jenes. Unser Bekenntnis hier, und jetzt hast du das Bekenntnis von Ivo Sasek, du sollst es an meinem eigenen Mund hören, wir sind nichts, nichts, nichts und gar nichts, ja. Ja, mir schmeicheln diese Dinge nicht, wenn jemand denkt, wir seien irgendwo weit. Wir haben die Grundlagen der Grundlagen gerade so langsam geschmeckt und sehen, jetzt müssen wir dringend anfangen zu bauen. Ja. Wir erachten uns selber als so nichtig, als so unfähig, als so unwürdig, dass wir, ich sage es jetzt von meinem Leben, ob du es glaubst oder nicht, du kannst den Herrn mal fragen, ob ich die Wahrheit sagte. Ich lebe seit an Beginn meines Glaubenslebens in einem Bewusstsein der absoluten Untüchtigkeit, von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute. Wenn jemand was anderes sagt, ist er ein Lügner. Ich lebe in jeder Minute in einem kompletten Bewusstsein, dass ich nichts kann und nichts weiß und nichts vermag und nicht irgendetwas wert bin. In diesem Vollbewusstsein lebe ich seit über 20 Jahren, kann ich mit allerbestem Gewissen sagen. Mag sein, in den ersten Monaten oder ersten anderthalb Jahren oder so, als ich manchmal noch dachte, du hast einen guten Fang gemacht, Herr. Das ist längst vorbei, das kann ich dir versichern. Längst vorbei, damit der Herr zu sehr meine Sünde gezeigt, zu sehr gebrochen und zu sehr verfolgen geschickt, um diesen Spuk loszuwerden. Das ist ein Wahngedanke. Ja. Nein, glaube es, so ist es und so soll es bleiben. So soll es bleiben. Wir bekommen so viele Schläge, dass wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Also der Mann hat die nackte Haut gerettet, das Organische, das rechtzeitige Impuls geben, wenn du Gefahr siehst, anzeigen, nicht scheuen, nicht verzweifeln, an keine Rettung mehr glauben, egal wann der Impuls da ist, wenn der Geist drängt, rede und schweige nicht, organisch zusammenwirken. Das sind für mich die Typusse, die hier bestens wunderbar eingebaut sind. Ein weiterer prophetischer Akzent, jetzt komme ich zu dem, was ich am Anfang sagte, was ich besonders absichern möchte, ist dieser Einsatz dieser Feuerwehrleute, die ersten 200 sind ja voll drunter gekommen, gell? Bitte? 300 sogar. Es geht mir weniger um die Zahl als um die Tatsache. Ist mir ein absolut klassisches Beispiel an christlicher Nächstenliebe. Ja. Dass der Typus, dass du auch zur Unzeit arbeiten kannst. Es gibt ein zu früh, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zur Unzeit. Die kamen nicht zu spät, sie kamen zu früh, wenn sie etwas gekommen sind. Ja. Sie wollten helfen, sie rannten rein und wurden begraben von denselben Gerichten. Und seht ihr, das ist es. Wenn du Sandsäcke schleifst und so retten willst, wenn du dich an diesem Werk beteiligst, musst du damit rechnen, dass das Meer dich überspült. Gott muss schon besondere Gnade wirken lassen, dass du da deine Haut retten kannst. Wir haben viele Fehler gemacht. Als Christen haben wir uns oft viel zu schnell geholfen. Ich habe schon vor 15, 16 Jahren habe ich begonnen, trotzdem ich ein Reha-Zentrum habe, alle
biblische sogenannte Seelsorge einzustellen, weil ich gesehen habe, wenn ich den Menschen helfe in diesen Schlägen, die sie von Gott bekommen, und ich schicke sie jetzt nicht zu Gott, dass sie bei ihm andocken, wenn ich ihnen nicht lehre, zu Gott zu gehen, werde ich samt ihnen geschlagen. So haben wir das typologisch gelernt. Jede Seelsorge, die wir machten, hat Gott uns nachher so zusammengeschlagen, ich konnte nicht mehr schlafen zum Beispiel. Mir brach die Kraft auseinander, ich habe Dutzende, Hunderte von Wochenenden keine Minute Ruhe gehabt. Ich wurde von denselben Plagen getroffen. Kaum hat der Urlaub begonnen, vorher hatte ich noch die Predigt, habe die Seelsorge noch gemacht, war ich gestaucht bis auf den Stumpf, bis ich nach Jahren der Qual spürte, ich bin unter Gottes Gerichten, weil ich die Hand Gottes auf falsche Weise versuche abzuwenden. Ich gebe geistlichen Rat. Ich greife irgendwo mit Liebe, mit allen möglichen menschlichen Denkweisen unter die Arme und Gott hat meine Kraft gebrochen, bis ich lernte, prophetisch klar und wahr zu reden. Eben halt manchmal so wie heute Morgen, dass man nicht mehr lange hin und her, sondern einfach die Sache auf den Punkt bringt und dann segnet es Gott, Menschen werden frei und du bist auch frei. Unwahrscheinliche Lektion. Oh Geschwister, wenn wir das nicht lernen und jetzt hier ins große Weinen kommen, ich kann dir sagen, es wird ein Skandal geben. Es wird ein wirklicher Skandal geben. Du wirst nicht Gottes Wohlgefallen über dir haben, wenn du in dieser Zeit, in dieser Stunde des Gerichtes anfängst, menschlich zu denken, menschlich zu empfinden, menschlich zu weinen und zu klagen. Ich weiß nicht, wie viele Tränen mir noch über die Wangen gehen werden, wenn alles geschieht. Ich sage jetzt hier die Wahrheit. Die auszuleben, ist ein ganz anderes Kapitel. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn es dann Schlag auf Schlag geht und rundum brennt. Rundum zerfällt alles und du musst sehen, wie deine eigenen Leute rundum, vielleicht sterben wie die Motten, wie die Fliegen. Ich weiß nicht, wie manche Tränen ich dann vergieße. Aber eines kann ich dir sagen. Aus der Heiligen Schrift kannst du lernen, dass Gott zu einer Stunde, wenn er Gericht übt, dass er jedes Hängenlassen des Haupthaares, muss nicht aufschlagen, 3. Mose 10, Vers 6, dass er es ahndet mit derselben Strafe wie derjenige, der sie bekommen hat. Hör das Wort. Das sagt Gott zu Aaron, der eben zwei seiner Söhne verloren hatte. Sie haben fremdes Feuer auf den Altar gebracht. Sie haben das Heiligtum verunreinigt. Sie mussten sterben. Sie sind vom Feuer zerfressen worden. Und dann stand Aaron da mit seinen anderen zwei Söhnen. Und Gott sagt zu ihm, samt seinen anderen zwei Söhnen, hört dieses Wort, das ist Liebe. Euer Haupthaar sollt ihr nicht frei hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen. Damit ihr nicht sterbt und er nicht über die ganze Gemeinde, organische Wirkung, zornig wird. Hast du das gut verstanden? 3. Mose 10, Vers 6. Was ist das Zerreißen der Kleider? Betroffenheit. Haare frei hängen lassen, Trauer. Betroffenheit, Trauer, Erschütterung, Entrüstung. Warum lässt Gott das zu? Du musst damit rechnen, wenn du in dieser Zeit sagst, Gott, warum lässt du das zu, dass du ein toter Mann bist? Höre, das ist ein Wort des Herrn. Ich mache hier keine Späße, das sind die todernste Dinge, die sind todernst. Es kann sein, dass wenn das Gericht prasselt, du sagst, warum lässt du das Herr zu? Dass du gleich versiegelt wirst und samt ihnen in dieselbe Flut stürzt und nicht mehr rauskommst. Damit musst du rechnen. Darum sind diese Schulungen so wichtig, dass du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Achte, was der Geist in dir tut. Geh mit dem Geist mit, egal was er dir sagt. Lies selber Offenbarung 18, dieses Kapitel, und schau, was dort geschieht mit den Heiligen, mit den Aposteln und Propheten. Ich werde es jetzt hier nicht aussprechen. Lies es selber nach, was die Heilige Schrift sagt, und denk mal darüber nach, was dort geschrieben steht. Ja. Auf jeden Fall keine Trauer, keine Betroffenheit in dem Sinn, wie du es normalerweise im grauen Alltag, im allzu täglichen Menschenleben machen würdest. Und nur das wäre in Frage. Du weißt, wie der Herr Trauer und Barmherzigkeit und alles eigentlich segnet. Ja? Es gibt eine Stunde, da ist das nicht mehr so. Also, vermeidet Sprüche, warum lässt Gott das zu und so weiter. Und bedenkt stattdessen, wie viele Millionen von Menschen mussten im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende, wie viele Millionen Gerechte mussten ihr Leben lassen um der Gottlosigkeiten willen. Denkt daran. Denkt daran, wie viele Jahrhunderte hat Gott jetzt geschwiegen. Ja? Und wenn er jetzt Jahrhunderte geschwiegen hat oder Jahrzehnte auch über unseren Sünden, ja, sollte er nicht eines Tages sein Wort einlösen müssen? Hier kommt dieses Wort 2. Mose 20, Vers 5.
zum Tragen. Ja? Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ihnen nicht dienen, der ganze Götzendienst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Hier kommt das Wort zum Tragen. Spätestens hier, sage ich dir, wirst du erleben, dass Gott auch in unserer Zeit jetzt wieder über Generationen geduldig zugewartet hat, immer in der Hoffnung, dass sie Buße tun, dass sie umkehren. Denn sein Warten ist nicht Verzögerung, sagt Petrus, sondern damit die Menschen Umkehr und Buße finden. Aber was, wenn er jetzt lange genug all dem Treiben zugeschaut hat? All den Beschmutzungen, die der Mensch über sich gelassen hat. Du weißt ja, ich glaube, das war New York, die erste Abtreibungsklinik zum Beispiel, die hat da drüben ihren Fuß gefasst. Soweit ich informiert bin, ist das so, ja. Was, wenn Gott jetzt nicht mehr länger schaut, wie man die Schwächsten unter dem Himmel mordet, 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 mordet? Und wer heute sagt, es ist kein Mord, ich sage, es ist Mord. Schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden haben heilige Schriften gesagt, du sollst nicht das in dir Gezeugte abtreiben. Das kannst du bis zu vorchristlichen Schriften finden. Es ist immer und immer wieder verankert worden, dass das als Tod, als Mord gewertet wird. Und wenn sie heute das Gesetz so biegen und sagen, es ist keine Tötung, kein Mord, dann sage ich dir, jeder von uns hier drin war trotzdem mal ein Embryo. Ist das so, oder? Also, wo wärst denn du? Wo wärst denn du, wenn man dich getötet hätte? Wärst du doch nicht hier, oder? Also wärst du ermordet, oder? Ich weiß nicht, wie die Menschen auf so eine wahnsinnige Idee kommen, dass das keine Tötung ist. Ja? Waren doch alle mal Embryos. Was, wenn Gott genug hat davon, von diesen Millionen? Wehe, du weinst, wenn das heimgesucht wird. Wehe, du weinst. Ich glaube, du wirst wie abgetrieben werden, im übertragenen Sinn, als Gericht, weil sie werden wie abgetrieben jetzt. Wehrlos. Wehrlos wie die Kleinen, die sie getötet haben. Weltweit. So wehrlos wird die Menschheit sein. Ratlosigkeit der Völker. Hilflosigkeit der Völker, und sie werden einfach zerquetscht und zerstochen und zersäuert und verbrannt und was weiß ich was alles. Was, wenn Gott genug hat von all diesem Kot und all diesem Blutvergießen, das über die Medien in die Welt hineingekommen ist? Ja? Ich sage das ganz mit Wahrheit, so ist es. Die Medien haben eine der größten Verantwortungen für die ganze Schweinerei. Diejenigen, die heute den Terror und so weiter auf uns Christen zu lenken versuchen, es waren die Urheber all dieser Grausamkeiten, die heute laufen. Denn sie haben der Menschheit über Jahrzehnte hinweg gelehrt, wie man Blut vergießt. Lüstern saßen sie vor den Fernsehapparaten. Hollywood, überall wurden die gedreht. An jeder Ecke wurde sich ergötzt an Blut vergießen. Obwohl Gott gesagt hat, du sollst nicht Blut vergießen anschauen, ein Gesetz. Sie haben bei Snacks, bei Nüssen und Bier, bei Cola und Hamburger und was weiß ich was alles, hat die Menschheit sich über Jahrzehnte gesättigt an Lüstern, an Filmen, an unreinen Filmen. Und daher kommt der ganze Ehebruch, die ganze Gewalt. Es wurde alles dort geschürt. Die Massenmedien werden die grauenhaftesten Gerichte ernten, was es nur irgend gibt. Was, wenn Gott die Stunde jetzt für ausgereift empfindet, das alles heimzusuchen? Willst du weinen? Willst du weinen? Nein. Ich sage dir, vom 57. Stockwerk runter und raus aus dieser Hölle. Wirf keinen Blick in diese Dinge, die all die Gerichte heraufbeschworen haben. Gib dein Auge nicht den Krimis hin, nicht den unreinen Literaturen, nicht den unreinen Hörspielen, was alles das gibt. Kriminalromane, genug gelesen, fertig. Tue Buße, so schleunigst du kannst. Rette dich aus all dem Dreck raus, der wird jetzt heimgesucht werden. Ganze Ehebruch, Okkultismus, die ganze Mordereien, Verleumdereien, Totschlag, Mord, was du irgend nennen kannst. Alles so wurde geschürt über Jahrhunderte. Gott musste zuschauen. Letztendlich auch, das möchte ich jetzt auch hier wieder sagen, und ich sage es jetzt bewusst von beiden Seiten, damit du siehst, ich bin weder für die eine noch für die andere Seite. Was, wenn Gott auch lange genug zugeschaut hat, wie die Menschen einerseits ihre Kinder mit Brutalität geprügelt und in Gewalt erzogen haben und auf der anderen Seite verzärtelt mit antiautoritärer Erziehung, geschändet. Beides war Schändung. Ein liebloses Prügeln, ein liebloses Schlagen der Kinder, ein liebloses Erziehen in Gewalt, wie das häufigst vorgekommen ist, ist genauso verderbenbringend wie die ganze Erziehung mit der antiautoritären Linie. Beides
hat nach der Stahlrute des Lebens geschrien. Ja. Entweder wir ziehen Gott gemäß, so wie er das möchte, und haben dann die Frucht. Und die Frucht wird immer sein, Menschen, die einander nicht terrorisieren. Das ist die Frucht, die eine Gott wohlgefällige Erziehung hat. Menschen, die einander lieben, Menschen, die einander dienen, Menschen, die im Frieden, in Harmonie, in vollkommener himmlischer Harmonie zusammenleben. Wo es einem nicht mal im Traum in Sinn käme, dem anderen irgendetwas wegzunehmen. Nur eines erfüllt Gott wohlgefällig erzogene Menschen, wie sie den anderen dienen können, wie sie den anderen lieben können, wie sie den anderen aus dem Dreck ziehen können, wie sie den anderen auf irgendeine Weise in einer Wohltat bedienen können, weil dienen, geben ist ihr Leben. Das ist die Frucht und alles andere ist nicht Frucht Gott wohlgefälliger Erziehung. Gott hat lange zugeschaut, aber es wird zu Ende sein jetzt. Es ist so, ich hätte hier noch ein Abschlusskapitel in dem Sinn, aber ich mag es eigentlich nicht jetzt einfach so anhängen. Ich glaube, wir müssen uns mindestens irgendwie noch mal kurz die Beine vertreten. Wenn ihr es wollt, ich hätte noch einfach nur, das ist nur noch ein Schlusspunkt eigentlich. Wollen wir mal noch eine Viertelstunde noch mal die Beine vertreten? Gut, okay. Führe uns hinein in diese Wirklichkeit, die bezeugt ist in deinem Wort, dass wir es so sehen dürfen, wie es ist, dass es uns auch erweckt am inneren Menschen, dass wir gewahren, welche Stunde geschlagen hat. Und erbarme dich unser, dass wir nicht einer Furcht, nicht einem Geist der Furcht verfallen in dieser Zeit, sondern vielmehr einem souveränen Handeln mitgehen können, als Kapitulierte, als Umgewandte, als Mitdenkende, als Erkennende in allem, was du tust. Erbarme dich, Herr, dass all diese Worte in den rechten Hals kommen, dass sie gute Frucht tragen, 30, 60 und 100-fältig. Gib jetzt Gnade den Schluss noch auszusprechen. In Jesu Namen bitte ich. Amen. 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 Manchmal wünschte ich, ich könnte an diesen Wirklichkeiten etwas ändern. Dass ich so verändern könnte, dass ich sagen, die Macht hätte zu sagen, ach Herr, das ist doch genügte, dass wir sagen, Herr, ich liebe dich. Aber leider geht es nicht so. Du kannst, ich liebe dich, mit deinem Sprachstudium begrenzt, überbrücken, aber nicht das Ganze. Du kannst ohne Worte zeigen, dass du jemanden liebst, aber wenn es darum geht, eine Sprache zu lernen, gehört halt schon ein bisschen mehr dazu als ich liebe dich, weißt du, so als Augen- und Zeichensprache. Wir müssen das Reich Gottes lernen. Wir müssen den Christus lernen, so sagen es die Apostel. Wir müssen geschult sein im Geist. Wir müssen in Christus wandeln lernen. Und es gibt so viele, die werden sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Und der Herr sagt, was sagst du immer, ich liebe dich, warum tust du denn nicht, was ich dir sage? Siehst du, und das ist unser Problem. Wir haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gelernt, Gott zu sagen, ich liebe dich, mit Lobpreis um die ganze Welt. Aber was wir nicht lernen wollten, war dieses ganz Praktische im Geist wandeln. Und hier kommt es auf mehr an, als nur ich liebe dich. Wenn ich dich nämlich liebe, Herr, möchte ich beobachten, wo du drin bist. Ich möchte das lernen, wie es meine Frau diese Tage wieder bezeugte. Ich möchte das lernen, auch mit den Signalen meines Körpers. Die hat nämlich auch derselbe Gott geschaffen, der zu uns spricht durch den Geist. Wir haben Signale. Ja. Ich möchte lernen, zu beobachten, was signalisiert auch mein Körper. Was hat Gott sich dabei gedacht? Werde ich einfach weitergehen, wenn ich immer einen vollen Bauch habe, zum Beispiel, der mich drückt? Werde ich weitergehen, wenn ich Dinge getan habe, die mich nachher beschweren, im Geist, im Fleisch, wie auch immer? Werde ich weitergehen, einfach so bleiben oder werde ich es ändern? Das sind so diese Fragen. Ich möchte lernen, bis hinein in die Sprache des Geistes über den Körper zu unterscheiden, was baut auf und was zieht runter. Und wenn ich das nicht willens bin, wird Gott mich bis zu einem gewissen Grad gehen lassen und dann, wenn sein Reich kommt, werde ich spüren, dass ich fixiert bin, verstockt wie der Pharao in Person, in meiner Begrenzung vielleicht, die ich mir selber gesetzt habe, weil ich nicht weiter lernen wollte. Gott gibt uns tausende von Lektionen und wenn es mal so weit ist, dass die Gegenwart Gottes das Reich einbricht, werden wir merken, wie viel wir verpasst haben. Und dass ich kann es nicht genug betonen, dass wir uns doch vor Gott stellen und sagen, öffne mir die Augen, dass ich merke, um was es da geht. Weil plötzlich treffen die Dinge ein und du merkst, ich bin nicht bereitet. Törichte Jungfrauen. Er hat es gesagt. Diese Dinge sind so real wie meine Nase im Gesicht. Die kommen. Die sind da. Die sind bereits da.
Und es ist so wenig Zeit, hier noch mitzudenken, hier noch zu lernen, weil du kannst es auch nicht nehmen, wie du gerade willst. Gott wird unterm Strich genau das Gericht auf uns bringen, von dem er weiß, das waren die Dinge, die er bewusst nicht wollte, die sie bewusst nicht wollte. Jetzt muss sie es halt auskosten. Denn alles war nur Gnade. Gnadenzeitalter heißt, Gott richtet nicht sogleich für alles in der Strenge, wie er eigentlich müsste. Er hat gewartet, aber es heißt, weil das Gericht nicht eilends über die Menschen kommt, ist ihr Herz voll davon, Böses zu tun. Und das ist unser Problem. Wir müssen hier einschwenken. Und dass es diese Zeit ist, von der die Schrift zeugt, das soll jetzt dieser Schlusspunkt noch uns vor Augen führen. Ich bin nicht sehr bewandert, sehr tief in diesen Auslegungen. Ich scheue mich immer, an diese Bilder heranzugehen. Sie sind einfach zu oft diskutiert worden. Ich möchte eigentlich nur mit der Auslegung, die ich jetzt bringe, gleich ich auch gewisse Dinge beim Namen versuche zu nennen, einzuordnen. Ich möchte eigentlich nur zeigen, dass die Zeit jetzt ist, in der wir leben, da dieser Einbruch des Reiches geschieht. Ich bin davon so fest überzeugt, wie man nur irgend überzeugt sein kann, dass wir in dieser Zeit leben. Ich knüpfe jetzt kurz an bei Daniel 2, Vers 40. Es gibt verschiedene prophetische Schauungen von Daniel und auch von anderen Propheten, die Bilder verwandt haben. Und wenn irgendeiner wirklich so nachvollziehbar, geschichtlich nachvollziehbar, hochgradig, präzis, so einfach gesprochen hat, dass du es fast in Geschichtsbüchern nachlesen kannst, dann war es Daniel. Der Mann hat so exakt, so präzise prophezeit, dass etliche in Versuchung gekommen sind, ihm nachzusagen, man hätte dieses Buch, nachdem die Ereignisse gekommen sind, geschrieben. Weil es so präzise in Erfüllung ging, du kannst es fast im Geschichtsbuch lesen, so einfach ist es, dass tatsächlich über diesen Prophezeiungen, ich glaube, weltweit eine Identität bei den Auslegungen weitgehend stattfindet. Vor allem, was diese Dinge betrifft, von denen ich jetzt sage, von den vier Tieren zum Beispiel. Da herrscht, glaube ich, unter sämtlichen Auslegungen irgendwo eine Einheit. Da ist kaum einer, der groß anders geht, also was jetzt die Weltreiche betrifft. Aber darum ist es mir so wichtig, an diesem Propheten, weil er so zentral von dieser Wiederkunft des Sohnes hier redet und so weiter, ist mir wichtig, da anzuknüpfen, weil ich überzeugt bin, wenn alles andere so exakt genau zugetroffen hat, plötzlich ist ein Schnitt von Dingen, die noch nicht eingetroffen sind. Und da möchte ich zeigen, derselbe Mann, der so hochpräzis hier gearbeitet hat, das ist in derselben Predigt drin eigentlich. Gott möge Gnade geben, das in aller Demut und Bescheidenheit so zu berühren, dass uns nicht irgendwas da durcheinander bringt. Ich hoffe, das gelingt mir. Also Daniel 2, Vers 40 zuerst einmal. Das war der erste Traum, von dem der König wollte, dass man ihm die Deutung bringt. Also das war schon in sich gewaltig, dass er ihm einen Traum offenbart, den er hatte. Der erste Traum ging um dieses große Standbild, kannst du auch als Turm wieder sehen, gell? Dieser Wahnsinnsturm, ich weiß, war das 30 Meter oder wie hoch, und zwar in der Gestalt des Nebukadnezars und so weiter. Ich lese mal ab Vers, wo sind wir? Vers 38 vielleicht, Daniel 2. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere, na Moment, wo bin ich überhaupt? Ja. Ab Vers 37. Du, O König, du König der Könige, der dem Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das goldene Haupt aus Gold. Also das Haupt aus Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du, und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen, das alles zertrümmert. Und es wird all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton,
Auslegung, zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Mischehen untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und jetzt höre, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt wissen, was nach diesem geschehen wird, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Dann fiel er auf sein Gesicht. Also wir halten fest, das war das eine Bild, das eine prophetische Bild. Du siehst, er spricht hier vier Weltreiche an. Das kommt klar aus dem Text hervor. Es handelt sich alles um Reiche, die einmal um die ganze Erde Herrschaft ausüben werden. Und du hast sie richtig gezählt, es sind vier. In diesem Bild hast du die Ankunft des, ich sag's gleich eben, des Reiches Gottes, des Christus, dieses Steines, der von Gottes Hand losgelöst ist. Du hast sie verheißen in eine Zeit, wo die Völker sich vermischen werden. Ist das unsere Zeit? Ich denke, wenn wir das nicht sehen, sind wir wirklich blind. Wir leben in der Zeit der großen Völkervermischung, wo tatsächlich eine Stärke drin ist von Eisen. Wenn du siehst, mit welcher brachialer Gewalt das durchgesetzt wird, diese ganze Unan, alles, was im Gange ist, es ist eine brachiale Gewalt. Wir sagen es uns täglich, wenn wir Nachrichten hören, es geht wieder einen Schritt weiter und wieder einen Schritt weiter. Natürlich ist jede Katastrophe und alles erst recht ein Grund, Eisen sich durchzusetzen. Und man versucht mit allen Mitteln die Völker zu vermischen. Mit allen Mitteln. Es hat nie eine Zeit gegeben wie diese, wo das so sich erfüllt hat, dass man alles miteinander durch Mischehen, du siehst überall Plakate, Reklamen, immer wieder hast du doch einen Schwarzen, einen Weißen und einen Roten oder einen Gelben. Oder irgendwie versucht man die Völker zu vermischen mit dem einen Ziel, eben, dass es eine multikulturelle Gesellschaft gibt. Die Programme, alles ist auf multikulturell eingestellt. Und genau in diese Stunde hinein kommt dieser Stein, der letztendlich allem restlos ein Ende macht. Wichtig für uns zu bedenken ist, es heißt hier nicht, dass dieser Stein die Füße zermalmt hat allein. Das ist ganz wichtig zu bedenken. Denn das sind ja vier Nachfolgereiche, vier nacheinander, die gekommen sind. Und alle vier, heißt es, werden von diesem einen Stein zermalmt. Das ist wichtig für uns, dass wir nicht denken, wir sind hier die große Ausnahme. Es ist das Reich Gottes, es waren die Wirkungen Gottes, mit anderen Worten, es war der Christus, der schon dem babylonischen Reich ein Ende setzte. Er hat ihm ja klipp und klar gesagt, wie sein Ende sein wird. Sheshach, das heißt die große Sechs wird es dort genannt, wird zerstört, zermalmt werden, also die Wasser werden hochsteigen, haben wir gelesen. Es war Gott, der diese Wasser hochsteigen ließ. Es war der Christus, der Babylon zerstört hat. Es war der Christus, der das medische und persische Reich, es war Christus, der das römische Reich, alles, was je gekommen ist, es war er, der das Ganze zerstört hat. Von oben her war es die Wirkung des Allmächtigen. Und das wird dabei bleiben. Und bedenkt, ich möchte das hier einfügen, dass nicht jemand auf die Idee kommt, wenn man die Predigt hört, dass er denkt, was habt ihr für einen grausamen Gott, der zerstört alles. Nein, der Mensch zerstört sich. Du kannst es in den Geschichtsbüchern nachlesen. Wenn das Reich Gottes nahe kommt, muss der Mensch das, was er gesät hat, ernten. Dann ist die Gnade in dem Sinn vorbei, dass du immer etwas drehen kannst und du kommst immer wieder mit heiler Haut davon. Sobald Gegenwart Gottes einbricht, muss der Mensch real offenbar werden als das, was er im Herzen trägt. Und wenn er sagt, ah, ich bin so fromm, ich bin so gütig und so liebevoll, dann wird Gott ihn in das hineingeben, dass seine Unfrömmigkeit, sein Todbringendes ans Licht kommt. Er muss es ausleben, er gibt hinein. Die Menschen selber zerstören sich, aber es ist, weil die Gegenwart Gottes nur Wahrheit um sich erträgt. Er gibt sie in die Wirklichkeit hinein, könntest du sagen. Er gibt sie in ihre eigenen Werke und die zerstören sich gegenseitig. Natürlich gibt Gott auch direkte Gerichte, das wissen wir bei Sodom und Gomorra und so weiter. Auch das ist ihm vorbehalten, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Wer will ihm wehren? Wer will den Kampf antreten? Aber wichtig für uns ist jetzt
einfach zu sehen, wir leben in diesen Tagen, wo klipp und klar gesagt werden, wenn diese Könige da sind, wo sich alles vermischt, es wird doch nicht halten. Das siehst du heute schon. Es hält nicht. Ja? Was ist jetzt mit dem ganzen Terror? Jetzt plötzlich merkt man, jetzt wird man verunsichert, jetzt hat man überall Völkervermischung, jetzt müssen sie mit allen Mitteln bremsen, dass nicht der Moslem als solches plötzlich in Misskredit kommt, weil dann ist die multikulturelle Gesellschaft am Ende, verstehst du? Obgleich in ihrem Koran, in all ihren Schriften kannst du lesen, dass es eigentlich ein blutrünstiges Gebilde ist, das ganze religiöse System ist auf wirklich Macht, Gewalt, auf Zerstörung ausgerichtet, ja. Klipp und klar formuliert, dass man zuerst das Judentum beseitigen will, dann das Christentum. Das ist ganz klipp und klar formuliert bei ihnen. Also eine wirklich gefährliche Religion, wenn du so willst. Aber wer wird verfolgt? Wir. Sogenannte kleinen Sekten, oder? Den hetzt man hinterher. Was ist das eigentlich für ein komisches Gebaren? Kannst du das einordnen? Die kleinen Füchslein, die kleinen Sekten, die eigentlich nur Gutes tun, von denen du eigentlich nur siehst, dass sie bemüht sind, überall Liebe in die Welt zu tragen, die verfolgt man bis aufs Blut. Die anderen, die an die Wände schreien, wir bringen euch um, wir werden hier herrschen, oder? Die lässt man gedeihen. Also schon daran merkst du, dass etwas nicht ganz stimmt. Ja? Also wir haben ein Riesenproblem, aber es findet in unseren Tagen statt und ich glaube, darum ist es Zeit, dass wir eilen. Jetzt das andere Bild, Daniel 7, ab Vers 2. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Sind wir wieder beim Thema, siehst du? Die vier Winde des Himmels, wer hat das Meer aufgewühlt? Die vier Winde des Himmels, es ist Geisteskraft, Geistesgewalt mit anderen Worten von oben, die das Weltmeer aufwühlen. Wo bin ich? Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden von dem anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlersflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Ich lege es gleich aus, sonst muss ich nachher nochmal eine Runde nehmen. Gell? Also das erste Tier, also ich denke, ihr habt alle genug Daniel gelesen, dass ich das mal vorausschicke, dass ich nicht alles lesen muss. Es wird selber von der Schrift ausgelegt, dass diese Tiere eben Weltreiche sind. Die Hörner sind Könige und so wird es hier ausgelegt. Und das erste Tier, das aus dem Völkermeer aufsteigt, das eine Gestalt des Löwen hatte, der Löwe war das Staatswappen von Babylon. Hier sind wir wieder in derselben Reihenfolge drin wie beim anderen. Ich sage das auch gleich vorweg. Es ist eigentlich eine Wiederholung, einfach mit anderen Bildern von dem, was wir vorher schon gehört haben. Vorher ist vom goldenen Haupt die Rede und hier ist das erste Tier, das aufsteigt, einem Löwen gleich. Babylon, Staatswappen, war ein Löwe. Dann haben wir Vers 5. Und siehe ein anderes, ein zweites Tier, einem Bären gleich, und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Der Bär ist ein Staatswappen der Meder und der Perser. Das war so. Und es waren ja die Meder, die Perser, die letztendlich das babylonische Reich verschluckt haben, sind eingefallen, haben das übernommen. Es hat sich genauso erfüllt. Und darum ist hier in der Auslegung eigentlich kein Problem, soweit. Jetzt geht es weiter. Und es war, Moment, friss viel Fleisch. Vers 6, nach diesem schaute ich und siehe ein anderes, wie ein Leopard oder Pardel wird er auch übersetzt. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und die Herrschaft wurde ihm gegeben. Mit diesen vier Köpfen, die anderen hatten einen Kopf, die anderen Tiere, mit diesen vier Köpfen sind sich auch mehr oder minder alle Ausleger einig, oder mindestens soweit ich informiert bin, sage ich es mal besser so, dass das die vier Nachfolgereiche Alexanders des Großen waren. Also diese Diadochen, da gehört Syrien dazu, Griechenland, Ägypten, Israel, sind sich diese einig. Und dann heißt es, Vers 7, nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne.
Es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden von ihm ausgerissen, und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Ich schaute, jetzt achte, was wieder geschieht, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein lodendes Feuer. Hier siehst du, wie Gericht kommt, und dann heißt es Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Also, wen haben wir hier wieder? Christus wieder, hä? Da siehst du ihn wieder, wie er leibt und lebt. Ja. Jetzt kommen wir zu Offenbarung 13. Wir machen aber zuerst Folgendes. Wir fassen das kurz zusammen nochmal. Wir haben diese Tiere gesehen. Wenn du jetzt mal genau beachtest, wie die geschaffen sind, hast du 4 Tiere. Wenn du zählst genau, kommst du auf 7 Köpfe. 3 haben einen Kopf, das 4. Tier hat 4 Köpfe, macht zusammen 7 Köpfe und dann hast du 10 Hörner. Ich mache das ganz kurz, nur um eine Parallele zu schlagen und dir zu zeigen, es ist eine Identität in der Schrift, die immer und immer und immer wieder genau dasselbe sagt. Wenn du jetzt nach Offenbarung 13 gehst, Offenbarung 13, dann liest du dort Folgendes. Ich lese ab Vers 1. Und er stand auf dem Sand des Meeres. Und was das Meer ist, das wissen wir jetzt langsam, gell? Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Kommt euch das bekannt vor? Ein Tier, nicht 4 Tiere, hast du es gemerkt? Ein Tier mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, jetzt achte genau, wie es gebaut ist, war gleich einem Pardel, Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und hör, was über dieses Tier gesagt ist. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her, und sie beteten den Drachen an, und weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kämpfen? Und so weiter und so fort. Das Ende dieses Tieres wissen wir. Was geschieht? Hat es den Sieg? Feuriger Pfuhl, gell? Feuriger Pfuhl, ja. Das Reich des Christus und seines, eben Christus seines Reiches wird ihm ein Ende setzen, ein jähes Ende. Was mir jetzt wichtig schien, war dieser Vers 14 da mitten integriert, wo gesagt wird, das Tier, dem die Wunde des Schwertes, dass es die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Dieses 4. Tier, ihr mögt euch erinnern, an Daniel wird gesagt, bei diesem 4. Reich wird dieser Einbruch, diese Zermalmung kommen. Daran sehen wir, dass es zerstört ist. Und hier wird von einem Tier geredet, von einem Tier, das sämtliche Merkmale hat, von den anderen 4 von Daniel. Und darum merkst du, dass es dasselbe ist. Hast du das gemerkt? Da hast du genau dieselben Symptome. Du hast den Pardel oder den Löwen, wenn du so willst, das Staatswappen von Babylon. Du hast den Bären mit den Bärenfüßen, das Löwenmaul. Du hast dieses Wesen von all diesen 4. Und es heißt von diesem Letzten, es war tot oder in dem Sinn war beseitigt, war nicht mehr und ist wieder gekommen. Und seht ihr, genau das hat sich erfüllt. Genau das hat sich erfüllt und darum glaube ich, auch das ist für mich der stichhaltigste Beweis, dass wir uns in diesen Tagen drin voll befinden und zwar tiefer können wir gar nicht mehr drinstecken, als wir schon sind. Es sind diese Tage, wo alles zusammenbricht. Denn was ist geschehen genau? Nachdem Babylon untergegangen ist
und die Meder und Perser gekommen sind, wurde das Ganze schlussendlich vom Römischen Reich verschluckt. So haben wir es gelernt in der Schule, nicht? Das ganze Römische Reich war diese Weltherrschaft. Und es hat sich genau als dieses grauenerregende Tier gezeigt, mit all dem, was nachher geschehen ist. Es hat sich fürchterlich gebärdet. Aber was geschehen ist, schon das, dieses Tier erhielt eine Todeswunde, und zwar durch ein Schwert. Was war das für ein Schwert? Es war das Wort Gottes, ja. Es war das Wort Gottes. Das Römische Reich ist letztlich vom Christentum überwunden worden. Ich weiß nicht, ob uns das heute noch bewusst ist. Geschwister, das Christentum hat das Römische Reich besiegt. Und wir können auf buchstäblich 1000 Jahre zurückschauen. Wenn man jetzt vom 3., 4. Jahrhundert her schaut, kannst du sehen, dass eigentlich, ich sage jetzt mal die Religion leider, gell? Weil das nachher sehr bald abgeflacht ist, aber eigentlich kannst du auf 1000 Jahre zurückschauen, Menschheitsgeschichte, die geschehen ist, wo eigentlich die Religion die Oberhand hatte. Ja? Was war eigentlich im Römischen Reich so besonders? Ja? Was war das? Was hat das Römische Reich so fasziniert, so groß gemacht? Was waren die Merkmale? Militärherrschaft. Gewähren lassen, die Religion, ja. Was alles auch noch? Der Kaiser wurde angebetet, ja. Ja. Und es hat viel Philosophie in sich getragen, viel Philosophie, viel Wissenschaft. Ja. Die ganze Kultur war Brot und Spiele, das wissen wir noch, diese Aussprüche, oder Brot und Spiele. Das alles hat den Todesschlag bekommen, die Wissenschaft als eine hohe Norm und diese Dinge. Ja. Das hat eine Todeswunde gekriegt. Und dann, nach 1000 Jahren, kannst du sagen, von der Geschichtszählung her, wenn du es genau schaust, reden wir von einer Renaissance. Was heißt das eigentlich, Renaissance? Wiedergeburt, nicht? Was wurde eigentlich geboren? Das war im 12. und 13. Jahrhundert, sehe ich das recht? 13. und 14. Jahrhundert, ja? Ja, also um das herum. Was wurde eigentlich wesensmäßig wiedergeboren da? Die Antike, der antike Geist, kann man sagen, nicht? Was war der antike Geist? Das ist das. Alles, was Vernunft, genau. Die ganze Befreiung, alles das befreite Denken, die Wissenschaft. Alles ist von Neuem aufgeblüht. Alles ist von Neuem gekommen. Ja? Also du kannst sagen, alles, was in Rom sich regte und webte, ist wieder erstanden. Es hat sich genauso erfüllt. Es ist im römischen Geist. Ich möchte jetzt nicht das örtlich skizzieren. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein Feind von so örtlichen Grenzen. Man sagt so, hier diese mechanischen, menschlichen Grenzen. Ich rede jetzt nicht buchstäblich jetzt von diesem Rom, obgleich, wenn du die Gründung der EG 1957 anschaust, siehst du, das hat in Rom stattgefunden, ja, den ersten sechs Teilnehmerstaaten, das hat in Rom stattgefunden, aber ich lasse das mal, weil es geht nicht um die Form, nicht um den Schatten, es geht ums Wesen dahinter. Auch das Römische Reich ist nicht in erster Linie die Grenze des Römischen Reiches in dem Sinn, sondern der antike Geist eben. Die ganze Vergötterung der Wissenschaft, des menschlichen Verstandes, des Rationalismus, alles, was damit zusammenhängt. Siehst du, und das kombiniert mit all den anderen, es ist alles integriert, es ist eine multikulturelle Gesellschaft, die du jetzt siehst. Du siehst, dass dieses Tier, das letzte, das sämtliche Zeichen hat von allen anderen Reichen. Das deutet doch an, wie alles zum Schluss eben eine multikulturelle Gesellschaft wird. Wir leben, Geschwister, genau in diesen Tagen, aber hochgradig präzis leben wir in diesen Tagen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig für uns, dass wir uns aufhören, Illusionen zu machen, dass es hier jetzt einfach so mit durchschnittlicher Christlichkeit durchgeht. Ich bin überzeugt, dass dieses Wirken, diese Macht, die hier steht, die auch noch eben einiges Blut gefressen hat schon, seit der Wiedererstehung, seit eben dieses Tier, die Todeswunde, seit dieser Geist zurückgekehrt hat, es hat Millionen das Leben gekostet. Ja. Seit dieser Renaissance. Aber ich glaube daran, Geschwister, und da möchte ich wirklich versuchen, auf ein Finale unseres Laufes hinzuziehen. Es heißt dort, dass dieses Tier Macht gewinnt und die Heiligen überwindet und so weiter. Ich habe einfach den Schrei im Herzen, Herr, es ist genug. Es ist genug. Es ist auch verheißen, dass zuletzt eine Oberhand des Christus und seines Reiches da ist. Und mein Verlangen ist es, dass wir diese Erwartung haben, dass wir in dieser Zeit, wo das alles jetzt in die Fülle auswächst und die volle Gestalt gewinnt, dass wir nicht abermals Millionen und Abermillionen
in den Verfolgungen, die sich jetzt wieder anbahnen, dass wir jetzt ein Ende erschreien von Gott. Denn ich glaube, davon hängt es ab, dass wir sehen, wenn wir jetzt nicht von oben Rettung bekommen, ich garantiere es, so wahr ich hier stehe, es wird nicht einer hier lebendig bleiben. Die Absicht des Tieres ist, alles zu verschlingen. Die Absicht des Tieres ist, den ganzen Christus aufzufressen. Ja, wie es von Offenbarung 12 heißt, dieses Knäblein. Und wir sind buchstäblich so elend, das hast du heute Morgen gesehen, wie dieses Knäblein quietscht. Viel mehr kommt nicht von uns, ja. Und hier dieses Monster, ist es nicht so? Wir sind eben dabei, geboren zu werden als Organismus. Eben dabei, erste Töne, erste Bewegungen, ja. Erste Schreie von uns zu geben, als Organismus. Wir sind so klein wie ein Baby, im Anfangsstadium der wahre Organismus, ja, in Christus. Und daneben siehst du dieses Biest, ausgewachsen, größer kann es bald nicht mehr sein, ja. Und da gibt es eine Verheißung, Geschwister, und die möchte ich erlangen, ja. Ich möchte die erlangen. Es gibt Verheißungen, dass am Ende eine Überwindung stattfindet. Wenn er kommt, wird er mit dem Hauch seines Mundes all diesem Schweinischen, diesem Tierischen, diesem Bestialismus ein Ende machen. Und das möchte ich erleben. Und ich sehe einfach, die ersten Christen hatten diese Erwartung. Warum sollten wir sie nicht haben? Die Spitze der Erwartung der Rettung liegt für mich in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 verborgen. Wo, ich schlage es nicht auf, um der Zeit willen, uns klipp und klar gesagt wird, dass ein Hinweggenommen, ein Hinweggeraubt werden in den Himmel verheißen ist. Dass wir vor der Schnauze dieses Tieres, wie du es in Offenbarung 12 siehst, weggeraubt werden. Und ich bin überzeugt, Geschwister, wir müssen mindestens in diesem Säuglingsstadium erfunden sein. Wir müssen dieses Wesen des Knäbleins, des männlichen Samens, wie er dort genannt wird, des Männlichen, müssen wir an uns tragen. Wir müssen das Wesen des Christus in den ersten Zügen, wir müssen im Organismus Gottes drin uns befinden und da unser ganzes Leben und Herz haben. Ich bin überzeugt, wir werden sonst verschluckt, eben mit dem ganzen Babylonischen, was alles geschieht auf der Welt. Wir werden identifiziert, bekommen ihre Plagen, wenn wir uns nicht radikal davon distanzieren und diesen Weg des Organismus gehen. Ich lese jetzt zum Schluss noch zwei, drei Verse und da möchte ich schließen. Lukas 21, 36, wachet nun, Lukas 21, 36, wachet nun und flehet zu aller Zeit, auf dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen. Da hast du die Verheißung. Und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich sehe, da gibt es eine Verheißung, die gibt es zu erlangen. Wie kommen wir raus? Wie haben wir gehört? Ja, ja. Flehe zu aller Zeit. Flehe zu aller Zeit. Dass ihr würdig geachtet werdet. Machen wir seit Jahren apostolisches Beten. Herr, achte uns würdig der Berufung. Das meine nicht, Herr, verschone mich und ich lebe dann, wie ich will. Herr, du gibst mir ja Gnade, ich lebe, wie ich will. Ich sage, achte uns würdig, passe uns diesem Reich, deinem Reich an, dass jetzt, wo es einbricht, dass wir dort sind, wo du bist. Auf das kommt es an. Würdig gemacht werden heißt verändert werden. Würdig gemacht werden heißt umgewandelt werden. Matthäus 24, 13. Wer aber ausharrt, hinein in die Vollendung, der wird gerettet werden. Ich habe es jetzt bewusst vom Griechischen her gleich mal anders übersetzt, weil das ist das, was darauf abzielt, wenn du es richtig liest im Griechischen. Wer ausharrt, hinein in Richtung auf die Vollendung, dass du die Vollendung vor Augen hast. Es gibt eine Vollendung, einen Sieg des Christus, des Steines über all diese Reiche und vor allem eben über das Letzte. Wenn du beharrst darauf, er ist der Chef, er ist der Herr und er wird als einziger übrig bleiben, es wird nur dieses Reich geben. Ich glaube, nur diese Erwartung, die auf die Vollendung schaut, hat die Verheißung. Und darum musst du dich als einer von ihm wissen. Er ist du und du bist er. Die letzte Stelle, Hebräer 3, Vers 6. Sein Haus sind wir. Hebräer 3, 6. Sein Haus sind wir. Wann? Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Erwartung, der hinreicht bis zur Vollendung, standhaft festhalten. Seht ihr das? Wann sind wir sein Haus? Freimütigkeit, den Ruhm der Erwartung, was ist das? Er ist der Herr, sein Reich siegt, ein Berg über der ganzen Welt. Wenn wir den Ruhm der Erwartung, die hineinreicht bis zur Vollendung,
standhaft festhalten. Darin möchte ich leben, Geschwister. Ich sage, das ist die Zeit. Wir sind da hineingeboren. Gott hat keine Fehler gemacht. Wir haben einen Ausweg. Ja, Amen. Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Tyrer samt den Mooren. Die sind hier geboren. Doch von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist darin geboren. Und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind hier geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.